So, ja, Aloha zusammen und herzlich willkommen zum Achtelfinale, zur nächsten Runde, Elendil gegen Spartacus. Wir haben einen richtigen Knüller jetzt hier und dein Name ist ein bisschen zu lang, glaube ich. Der sieht ein bisschen komisch aus. Schöne Lache, DSS. Ja, und damit Aloha, DSS. Elendil. Möchtest du trotzdem deinen Namen mal ändern? Das sieht Elendil. ein bisschen komisch Elendil aus. vor. You asked me once Oder if I had so. told you. Hallo, ja, kann ich wieder machen. Dankeschön. Dann bin ich gerade, dann ist aber Morgan verletzt vielleicht, keine Ahnung. Ah, für den Stream, das wird schon passen. Ja, wie gesagt, wir haben eine echte Spitzenpartie hier. Das hätte auch Halbfinale sein können oder gar Finale. Ja, das wissen wir noch nicht. Ja, also ich denke mal, es sind zwei sehr, sehr gute Spieler, die wir hier vor uns haben mit Elendil gegen Spartacus. Und wir müssen unparteiisch So. sein, obwohl ich das Theorie nur schwer kann, ne? Das wissen ja alle. Oh, das sieht aber auch gut aus mit diesem Überlappen von meinem Namen. Ja, das sieht echt schön aus, ne? Das sieht echt schön aus. Ja, wir spielen auf der Map Eisenberge. Welche Völker wurden überhaupt gebannt, DSS? Völker wurden. Achso, das habe ich doch. Mordor und Isen wurden von Sparta gebannt. Ja. Und Rohan und Isen von Elendil. Also zweimal Isen und dann halt Rohan und Mordor. Und Sparta hat sich schon gefreut, dass Rohan gebannt wurde. Also nicht. Ah, okay. Aber naja, jetzt haben wir Mordor gegen Rohan. Also. Okay, Mordor gegen Rohan auf Eisenberge. Und ihr Genau. seht meinen. Wieso seht ihr meinen Desktop? Das ist eine gute Keine Frage. Ahnung. Ich weiß es selber nicht, obwohl ich das Game auf habe. Soll ich Feller kicken? Ah, oh, Weißt du, Gottes Willen. wegen der Ach, Competition? jetzt weiß ich, wo der Fehler ist. Ich habe nichts gesagt. Ich bin doof. Aha. Ach so. So, jetzt geht's. Kann ich deinen Desktop So. gesehen? Ja, ich kann das noch. Wie gesagt, Eisenberge, wir haben Mordor gegen Rohan. Spartacus ist der gute Mordor, ist Mordor und Elendil mit Rohan. Dann bin ich mal auf eine gute Partie gespannt. In dem Matchup, kannst du mir aus dem Matchup sagen, der ist es? Ich glaube, das haben wir noch nicht so häufig gesehen, den Turnier, Versus glaube ich. Mordor kommt nicht dagegen. Also, ich weiß, wir haben das Matchup gespielt, aber naja. Ja, also ich denke, Mordor weiß jeder, ist ziemlich stark im Late Game vor allem. Und auch mit seinen Trollen kann es böse sein. Deswegen mal aus Perspektive von Rohan finde ich es eigentlich ganz gut spielbar, glaube ich, weil du hast gute Möglichkeit im Early Game zu spammen. Du hast Kavallerie, die ziemlich leicht erreichbar ist und ziemlich gut ist. Ja. Auch gegen so Masse, also sie ist ja billig und hat ihre Formation und ja, das Discount. Und das ist ja ganz praktisch gegen Mordor-Orks. Da kann das ja ein bisschen schwerer werden ansonsten. Ah, du kannst Weil es das ja die so Partie viele gerne sind. starten, glaube ich sogar auch. Ja. Und ansonsten, du kannst Speerwerfer gegen Trolle bauen, aber die brauchst du natürlich, kann man natürlich ein bisschen später. Ja, Trolle allgemein, sind immer das schwer. Matchup kam mir bisher auch meistens eher so vor, dass es auf jeden Fall, Rohan hat sehr, sehr gute Möglichkeiten im Early Game. Aber ich glaube, wenn es im absoluten Late Game ist, dann merkt man schon, dass da dann Rohan die Puste ausgeht, außer wenn sie halt sehr viele gelevelte Helden haben. Ja, das ist auch, aber das ist eigentlich immer für Rohan so. Also Ja. selbst mit gelevelten Helden, das ist im Late Game eins der schwächeren Völker. Würde ich jetzt so allgemein sagen. So, Und Elendil ja. oben. Mit Orang. Elendil mit Orange, interessant. Ja, im Ähm, und, Barcode. und, und, und Spartacus ist hellblau. Ah, nee, nee, Entschuldigung. Ach, Andersrum. ich wollte doch sagen, habe mich schon gewundert, warum hat denn bitte schon Elendil Orange? Elendil klassisch Nee, ist halt Elendil hellblau. immer mit Smeggol und Plough Ja, unterwegs. ja. Ah, ich bin komplett vernebelt. So, wir sehen hier nochmal einen Merry-Start. Bei Mordor. Und nochmal einen Gorbak-Start hier mit Kaserne direkt. Also uns und die guten Zuchtmeister, nicht Zuchtmeister. Wer ist denn so nochmal? Aufseher. Genau. Ja, komplett Fast vernebelt. dasselbe. Fast dasselbe. Ja, Man könnte funktioniert ja. auch quasi ähnlich. Vielleicht sollte man die so nerven, dass wenn du eins kombinierst und dann der Overseer stirbt vom Bataillon, dass dann einfach das Bataillon stirbt. Ha, ich glaube, das wäre schon. Also das ist schon bei den Aufsehern nervig genug. Ich glaube, da, das, das, ich glaub, das möchte keiner. Außer wenn Du man meinst vielleicht Lenz. dagegen spielt. Ja. Ja. Bisher Naja. aber verhalten eine normale Starts von beiden, glaube ich. Na gut. Nichts Außergewöhnliches. Kein Gamlin-Kasernen-Start für Elendil. Kein Gamlin-Kasernenstart, Einfach nee. nur zwei Bauernkasernen. Das. Würdest du denn als Rohan hier möglichst früh auch versuchen, entweder Reiter oder Reiter-Bogenschützen sogar zu gehen? Oder setzt man hier wirklich erst auf den Bauern-Spam am Anfang?
Oder wie würdest du jetzt mit Toporn hier angehen? Ich glaube, die Reiter, also so früh würde ich Reiter vielleicht nicht machen. Halt normal früh für Rohan. Aber ich glaube, ansonsten Reiter-Buggy ist keine Ahnung. Hm? Ich weiß jetzt nicht genau, wie gut die gegen die Trolle sind. Das ist auf jeden Fall nicht so einfach, weil die Trolle auch ganz gut hinterherkommen. Ja, das ist richtig. Das heißt, Reiter-Buggys weiß ich nicht. Oder auf der anderen Seite, ich denke, wenn du das mit einem Papiken kombinierst, werden die Trolle ja schon ein Problem haben. Und dann, die Trolle können ja nicht so gut so hinterherlaufen, wenn da noch Piken bei stehen. Ist natürlich sehr Maiko-intensiv. Ja. Yeah. Nico in der Chat. If I don't see a comeback, then 4-5 was a failed patch. Yeah. Maybe we will see a comeback here. Yes. Or Mordor. Comeback. Mordor or comeback, even maybe. Also, Nico, if you want to, you can watch Godfella's stream. Yes. Godfella. English. Godfella streams on English. On his channel. Übrigens ein Exilcamp now. Camp now. Ein Exilantenlager heißt auf Deutsch, richtig. Das heißt, da kommt der Kaff. Da kommt auch direkt der Kaff. Ja, das meinte ich halt, ob da direkt so auf Kaff geht und der Lendl tut es. Ich denke, wenn die gut hier reinschlägt, können die hier schon sehr gut funktionieren. Und sie bekommen hier auch das erste Bataillon. Ja, aber für Orkpiken geben ja die meisten Spieler nicht gerne Geld aus. Nee, es fühlt sich immer so doof an, ne? Du kriegst Orks für null. Aber da musst du auch noch Geld für Piken ausgeben. Das ist ja ja, ne? Dann. Aber sie werden trotzdem benötigt. Ansonsten kommst du gegen die Reiter nicht klar. Ja, wahrscheinlich. Also keine schlechten. Ja, es ist nur halt natürlich, wenn man die Piken hat, hat ja auch jetzt ein Bataillon Ork-Piken, dann muss man natürlich auch die Piken bei seinem Klump haben. Mhm. No. Das heißt, das hat dann schon ein bisschen begrenzt mit dem Creepen. Die Möglichkeit. So. Jetzt musst du sehen, ob der Overseer stirbt, aber der ist tot. Gleich. Ja, da oben rechts, ja, der sollte tot sein. Fand ich auch interessant, dass hier Elendil irgendwie für den Creepers halb gegangen ist und jetzt den Ork-Aufseher doch da so stehen lässt mit den Reitern. Ich glaube, er hat jetzt aktuell ein anderes Ziel. Und das ist wohl hier unten. Ne, das kann man ja gut machen, einzelne Ork-Bataillone hier so rausnehmen noch. Ja. Aber dass der Overseer wegkommt, das ist schon ein bisschen. Ich meine, klar, bis das Bataillon wieder regeneriert ist, da geht eine Zeit, aber trotzdem. Hätte nicht sein müssen. Hätte Lenny auf jeden Fall mitnehmen können, stattdessen auf den Ork-Creep zu hauen die ganze Zeit. Aber Lenny kann sich jetzt ein bisschen die Map nehmen, auf jeden Fall. Rennt ja auch schon fleißig mit Bauern hier überall rum. Auch interessant. Wir haben eine doppelte 2 Ork-Kastern von Spartacus. Ich hätte tatsächlich eher einen Trollkäfig erwartet, anstatt einer zweiten Ork-Kasterne so früh, aber. Ja, das kann natürlich sein, dass er vielleicht mal auch schlechte Erfahrungen mit Trollen gegen Rohan gemacht hat. Also ich kann es verstehen, dass Rohan hat halt. Ich weiß nicht, Trolle gegen Rohan. Also ja, gut, Trass hat Speerwerfer, aber die. Ja, die brauchen ein bisschen. Die brauchen auch noch ein bisschen. Also, ja. Ich meine, jetzt kommt gerade die Gamling-Kaserne. Das heißt, die Sperre werden vielleicht bald noch kommen, aber. Mhm. So, jetzt momentan hätte Linde nichts direkt dagegen. Nee, aktuell nicht. Und aktuell sie sind da schon sehr. Troll könnte sehr viel machen gerade, ja, das ist korrekt. Elendil nimmt aber weiter immer einzelne Bataillone raus. Farmt dadurch Spellpunkte auch. Das macht er schön. Spellpunkte und Erfahrungen. Vielleicht kommen sie noch Level 2. Ansonsten, irgendwann Bannerträger kriegen sie Ehrenlevel 2. Wie das doch so einige Reiter gerne am Ende. Besonders Wagreiter gefühlt immer so, ne, dann stehen sie am Rande der Map und dann kriegen sie noch im Late Game irgendwann ihre Bannerträger dann. Ja, das ist ja auch praktisch. Ja. Aber man merkt, Mordor verklumpt sich hier mittlerweile in seine Ecke hier oben. Rechts in sein Quadrat hier. Mhm. Ja, aber so langsam hat er so ein bisschen einen Oklump, den Randy hier nicht so leicht challengen kann. Richtig, ja. Da kann er einfach drüber ran. Ja, hat auf jeden Fall seine Archery Range, wie ich schon gesagt habe. Er hat sie mit dem Rückjump-Cam ausgerüstet. Zuerst, interessant. Ja. Okay, das ist interessant, warum er das zuerst baut. Ich weiß nicht. Naja, dann müsste er auch was produzieren, wenn er schneller produzieren will, sag ich mal. vielleicht wollte er, dass sein Gambling schnell produziert wird. Nee, das lohnt sich, glaube ich, nicht, oder? nee, es lohnt sich nicht.
So. Ja. Aber was man sagen muss, Spartacus hat seine ganze Base jetzt schon ausgebaut. Also jetzt schon etwas länger. Bei Lendl ist das noch nicht der Fall. Also da ja, gleicht er auf jeden Fall. Lendl baut die Map aus. Richtig, aber Spartacus gleicht das ein bisschen aus. Das stimmt. Was ich gut das finde von der Lendl, er creept auch während bei auf der Map hier unten rechts und oben links na, die Camps, die man gerne mal vergisst. Also ja, als genau. Liegen. Da kann man gerade ganz gut machen, natürlich. So, wir haben voll ausgerüstete Bogenschützen-Kaserne. Da kommen die Speerwerfer. Ah, tatsächlich, da kommen die Speerwerfer, ja. Wahrscheinlich aus Angst vor einem Troll. Kann ich mir das sehr gut vorstellen. Aber es wird hier kein Troll erstmal kommen, wie das aussieht. Ne? Es wird hier eine große Masse an Ort. Ja, interessanterweise, das hätte ich auch nicht erwartet. Also von Elende hätte ich, von Sparta hatte ich tatsächlich ziemlich sicher Troll erwartet. Mhm. Naja. Was kostet genau 2000 Rohstoffe beim Mordor? Ist das der Saurons Mund? Ich glaube. Er hat, gebe ich, genau 2000 Rohstoffe gerade ausgegeben. Das wird dann Saurons Mund sein. Vielleicht waren es auch 2100 für das Nazgul-Bataillon. Könnte auch gewesen sein. Dann war es aber genau gut getimed. Was genau gut getimed mit eins? Mit dem, ja, mit dem Geld, weil ich habe nur 2000 gesehen und dann war es direkt weg. Ich habe die 2100. Okay, dann ist es wahrscheinlich ein Mund von Sauron. Ja. Aber ich glaube, Spartacus gehört auch zu den Fans, die das Nazgul-Bataillon sehr mochten. Das kann es auch sehr gut sein. Guck, davon wüsste ich jetzt nichts. Nix? Oh, vertue ich mich gerade jemand anderen. Oh, was gut, Feller? Ich weiß es nicht. Irgendwer aus der internationalen Community mochte das Nazgul-Bataillon sehr gerne. So. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob er hier das Exilanten-Camp-Lager verteidigen kann. Ja, es hat ein Bataillon Piken mit Bobos hier drin und noch ein Orks. Aber der Druidenstein ist da und da kommen die Druiden. Da kommen die Druiden, Ruanbauern und. Oh ja, Nazgul-Bataillon, by the way. Ha, kommen sie doch. Aber wir haben ja Speerwerfer. Ah, da sind sie. Die müssten die, glaube ich, sogar umwerfen. Das heißt, da, wenn er da jetzt in die Speerwerfer reitet, ja, dann. Ja, das könnte sogar sein, ja. Das Nazgul-Bataillon. Die Speerwerfer sind nahe. Ich meine, er bekommt natürlich einen schönen Trampel. Es kommt auch die Runenverstärkung. Ich glaube, die Nazgul müssen sich aber wieder zurückziehen. Ja. Gut, die Runenverstärkung, da sind die Speerwerfer natürlich auch nicht so schlecht. Ja, das ist natürlich so, Sperrfässer natürlich super gegen Trolle, aber auch natürlich auch nicht schlecht gegen reitende Helden. Ja, allgemein auch gegen alle Arten von Kraft gegen Helden, ganz okay. Sie, wenn sie gut was machen noch. So. Kommt jetzt die Sperrwerfer-Volley? Ja. Nee. Ah, ein bisschen angehittet, aber nicht so ganz. Ja. Aber sie werden nicht vom Pferd runtergeworfen, ja. Er hat die Fähigkeit auch gar nicht benutzt, oder? Das ist so eine Fähigkeit hier. Das ist keine aktive, das ist eine passive. Ach, ehrlich? Ah, okay, ich dachte, das ist eine aktive. Ja. Ja, nee, Reiter werden meistens auch nicht umgenockt. Aber halt. Und jetzt kämpft er mit dem Bo und das meistens hart drauf. Ah, die Speerwerfer, die machen hier echt einen guten Job, ne? Ah, es war noch, ich glaube, das war auch ein normales Pikenbataillon, oder dabei? Nee, war es nicht, okay. Nee, ich glaube nicht. Okay. Er hat halt keine. Die Reiter sterben. Die Reiter sterben im Pikenbataillon. Die Reiter sterben? Oben sind sie gestorben, da wurde das Level 4 Bataillon. Ein Bat kommt da noch weg. Ja. Ah, das ist natürlich jetzt ein bisschen bitter für Lendl. Mordor kann sich jetzt hier wieder befreien. Ja, aber ich glaube nicht, dass Mordor sich länger befreien kann. Eigentlich, sobald Elendil so 2-3. Also eigentlich könnte er jetzt schon wieder rüberlaufen, glaube ich. Also Spartacus hat auch nicht so viel. Ja, aber er geht jetzt hier nur Orks. Unten, auf jeden Fall aggressiv hier unten vor. Und heißt, dass er sehr weit abgelegen ist. Diese Armee könnte gegebenenfalls, wenn der Lendl darauf gut reagiert, auch hier ausgelöscht werden. Denke ich auch. Und vielleicht hat er auch noch auf seinen Gammling gewartet, damit er noch leveln kann. Sehen. Vielleicht auch. Wahrscheinlich. Okay, die Armee hat aber wahrscheinlich. Geht ja wahrscheinlich jetzt erst gerade, aber. Ich glaube nicht, dass er das einfach so stehen lassen wird, dass das sich Sparta hier versucht, die Map zurückzuholen. Nee, irgendeine Antwort wird es geben, sei es durch Counter Harris oder halt die Armee hier unten abzuschneiden. Er scoutet eben die Base hier gerade, was da so nettes drinsteht. Vielleicht kommt die Antwort auch per E-Mail. Das haben sie auch gemütlich gehört. So, ja, hier oben müssen sich die Orks wieder verziehen. Kommen noch weitere Speerwerfer aktuell nicht. Nee, ja, ist auch gerade aktuell. Aber keine CP, ja. Ist aber ein Mache. Geht gleich weiter. So, jetzt sehen wir mal hier die Nazgul. Na, natürlich, normale Bauern können den Nazgul sehr, sehr gut umgehen. Da freuen die sich. Mir fällt nur so ein bisschen Sauron. Langsam, glaube ich. Normalerweise Sauron müsste doch schon Level 3 jetzt haben, oder? Stimmt.
Wahrscheinlich. Ne, Nazgul? Nazgul. Ah, ne, Sauron ist ja da. Ah, ne, Sauron ist da. Ne, never mind. Level 2. Level 5 Bataillon Orks. Ja. Das Speerbataillon ist nur Level 4 bis jetzt. Ne, aber interessant, dass hier Spartacus tatsächlich davon kommt, hier aus unten mit seiner kleinen Armee. Wo wurde jetzt der Druid an Stein geholt? Ja, ich denke. Andererseits braucht es natürlich eine Weile, da runterzulaufen, so ist nicht. Und das Exilantencamp ist echt niedrig. Ja, das hält nicht mehr viel aus. Und das ist jetzt auch ein Königscamp geworden, das heißt, das möchte ich jetzt definitiv nicht verlieren. Also da kommt jetzt wahrscheinlich den Marshall, ne? Nehme ich an. Mhm. Nochmal ein paar. Also ja, dafür holt man sich das ja. Eigentlich ja, trotzdem. Kein Dio mehr. Der Vorsport hier von Spartacus auf der unteren Seite funktioniert sehr, sehr gut. Also er kann sich die untere Seite hier mittlerweile komplett wiederholen, das als Mordor. Ah, ja, das ist ein bisschen scary. Ja. Da muss der Lenny jetzt aufpassen. Naja. Vielleicht ist auch schon sein erstes Eco-Upgrade, das heißt, so langsam sollte vielleicht auch Lenny mal. Ich glaube, das Geld dafür hätte er. Je nachdem, also ich. Mal sehen. Was er so macht. Auf jeden Fall weitere Sperrwerfer hat er gebaut, immerhin. Ja. Ah, ist ein Mond von Zauern. Insgesamt, die Armee von Elendil ist ein bisschen größer als die von Mordor. Aber. Nicht entscheidend größer, also das sind gerade 100, 150 CP. Ja. Und er wird natürlich geforst, auf sein Königslager aufzupassen, ne? Ja. Das heißt, er muss auf der linken Seite größtenteils auch wahren. Ansonsten könnte das sehr schnell weg sein. Sagst du es jetzt? Jetzt geht er gerade hier oben über die Brücke. Also das Königslager ist tatsächlich gerade ziemlich alleine. Also da kommen vielleicht noch mehr Schilder drauf. Es wird auch gerade wieder aufgebaut, aber... Langsam und stetig. Alleine kann es sich natürlich nicht verteidigen. Es hat immer noch den Stein daneben. Und er hat inzwischen noch wieder seine Truppe? Nee, noch nicht. Nee, noch nicht ganz. Aber Ford ist mittlerweile auch da. Und ein paar Truppen sind ja auch in der Nähe. Also das geht schon. Ja. Ich glaube, da wird jetzt hier auch unten was passieren. Und oben gleichzeitig eventuell. Elendil zieht sich oben zurück. Wahrscheinlich eher von den Türmen. Mal sehen, vielleicht kämpft er jetzt. Also, wenn der Mund von Sauron da ist, gerade ziemlich weit nach vorne gelaufen. Ja, das ist richtig. Aber Spartacus bemerkt es rechtzeitig. Ja. Da dreht er wieder um. Ah, kriegt nochmal ein paar Sperre in den Rücken. Ah, oder jedenfalls die Orks. Ich glaube, das waren die Orks eher. Ja. So, aber Lenny sollte sich links auch zu seiner Bruderstatue zurückziehen. Also mit den drei Einheiten, die da sind. Mhm. Oh, das kleine Bauklump ist. Ja, das wird rauskommen. Rest in Peace. So, hier die Reiter. Kinder? Das waren nicht die Piken, das waren die Elbadier. Das waren die mit Schilder. Ja. Die mit Schilder haben es nicht. Nicht so leicht zu erkennen. Das ist richtig, ja, der Unterschied ist. Oh, da war der Stein. Den habe ich gar nicht gesehen. Den habe ich auch in den. Der war gut versteckt. Ja, der war gut versteckt, ja. vielleicht mit Absicht so gesetzt. Vielleicht, das wäre ja. Interessant. Ja, gut. Auf jeden Fall kriegt er jetzt hier einige Sachen. Einige Orks. Ich weiß nicht, ob er die Dwarf dann jetzt unbedingt gebraucht hätte hier, aber eine seiner Armee ist eh runtergekommen. Ja, das stimmt. Vielleicht würde er einfach nur den Stein am Leben halten und dachte sich, komm schon rechtzeitig zurück. Boah, eventuell. Ich meine, zwei Steine geben 15% schnellere wieder auf Ladezeit so. Steinerspam lohnt sich. Hast du noch Musik eigentlich im Game gerade? Ich hab die wahrscheinlich aus. Weil ich höre keine mehr. Ich hab die aus, das heißt, die gehen nicht an. Ist der Bug immer noch nicht gefixt? Was? Vielleicht ist das doch einfach nur leise Musik, oder? Das nee, ich hab die ganze Zeit Musik gehört und jetzt höre ich keine mehr. Naja. Und Dolguldur, das hab ich gar nicht gesehen. Ja, ist gerade erreicht worden. Wir haben bei dabei auch schon eine Rüstkammer von Rohan, das heißt, stirbt Sauron. Oh, Sauron stirbt, das ist nice. Oh. Damit ist er erstmal für, ich weiß gar nicht, 2 Minuten oder so ausgeschaltet? Etwa? Wie lange die Regeneration braucht? Ich glaube 2 Minuten. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall steht eine gute Zeit, wo man die rumspielen kann. Ah ja, tatsächlich 2 Minuten, okay. Zumindest laut Tooltip, wenn man dem vertrauen kann. Ich habe den Gegenstand. Und da kommt die Vorhut, es gibt keine Piken mehr hier drin, oder? Doch, ich glaube vorne sind noch Piken. Oh ja, hinten. Da ist noch. Ah ja, das sind noch 4 Piken oder ja, so. 5. Ja. Aber trotzdem die Vorhut. Das sind ja Einheiten, die kann man gut dafür wegwerfen für sowas. Ja, jetzt ein paar Rammen praktisch. Ja. Vorposten.
Alter. Ich weiß nicht, ob Elendil so nah hier dran gehen sollte. Der Giftschaden ist nicht zu unterschätzen. Ja, andererseits. Er hat eine große Armee. Er hat halt die Möglichkeit, hier die Nazgûl-Reiter zu töten und den Mund von Sauron. Ja. Und das ist halt schon, also das ist halt schon viel wert. Oh. Und das macht auch, also Pippin haut jetzt drauf, Gamling auch. Hexerei. Und Pippin ist leider noch nicht Level 10, das heißt, hat er noch nicht seine schöne Sprungfähigkeit. Aber dafür hat Pippin gerade die Morgelklinge abbekommen. Stirbt, aber ich glaube, das ist okay, dafür kriegt man die Nazgûl und Saurons Mund. Und Kastellan kommt da raus. Und Stilop. Ja, aber da kommen die nächsten Reiter. Ich denke, so, jetzt können aber mal. Ja, die nächsten Reiter. Und jetzt können wir mal schauen, wie schnell die Sperrwürfe Stilop töten. Alles krank war. Ja, und gleich kommt der nächste Wurf. Ah, wobei es geht. Ich denke, wenn sie rüber reiten würde, würde sie mehr Schaden bekommen. Das stimmt. Aber Elendil muss sich, glaube ich, ein bisschen zurückziehen. Ne? Also, ja, solange die Kastellan. Also gegen die Kastellan, Gift und Kankra sollte man das vielleicht nicht alles. Ja, ich würde jetzt eher nochmal ein paar Bauern holen. Sein Königslager wird hier belästigt. Oh ja. Das kann auch nicht verteidigen ohne halt. Ja, aber ja, ich würde halt wirklich vielleicht mal ein, zwei Rahmen holen für den Vorposten. Ja, trotzdem ein guter Move von Spartacus hier, dass er dann die Chance ergriffen hat, hier für das Königslager zu gehen. Ja, nice. Schade. So, die Kastellane, wie viel? Also die werden ja nicht umgeworfen, aber nämlich wie viel Schaden nehmen die von den Piken, von den Sperren? Das weiß ich nicht, genau, aber das werden wir sehen. Sie haben auf jeden Fall schon ein bisschen Schaden bekommen und Sauron ist wieder da. Stufe 5. Da und auf Level 5. Das heißt, er hat so einen dunklen Schwaden mittlerweile, was natürlich auch keine schlechte Fähigkeit ist, muss man sagen, ne? Minus 50% Rüstung. Das macht man schon gerne. So. Ist König, das könnte eventuell überleben, je nachdem, wie gut die Sperre vertreffen. Tatsächlich. Na, ich würde es noch nicht sicher. Okay. Tatsächlich stand dafür, dass es tatsächlich überleben könnte. es wird knapp. Es wird sehr. Komm schon, Sperrwerfer. No, was passiert? Oh, nein! Elendil! Warum? Oh. Nein, Elendil. Ja, vielleicht hat er sich gedacht, es lohnt sich eh nicht, das mit einem HP quasi leben zu lassen. Ja, lieber neu aufbauen, stimmt. Ja, weil also die Wahrscheinlichkeit ist, dass jetzt irgendwann eingerissen wird, ist sehr, sehr hoch. Ja. Aber als Rohan, was ist deine Antwort als Rohan auf Kastellan? Also jetzt sind drei Kastellan-Bataillonen. Das ist eine gute Frage. Also Sperrwerfer können da eventuell ganz gut was machen. Ja. Ansonsten eher gut Elite-Halten. Also... Ja, ich weiß nicht, also gar nicht so genau, wie gut Sperrwerfer dagegen sind. Also Sperrwerfer können halt echt gut dagegen sein, aber vielleicht auch nicht so. Haldir sollte auf jeden Fall mit seinen Bogenschützen ganz gut Schaden an denen machen. Ja. Gamling... Ich wollte mal fragen, die drei Jäger, wie würden die sich denn dagegen schlagen? Nur gegen so ein Bataillon von... die drei Jäger, dafür würde ich die definitiv nicht wollen. Das lohnt sich nicht. Ja, wenn die drei Jäger, die... Wenn du sonst keine Antwort darauf hast, ist es halt schwierig, ne? Und Elendil will jetzt für die und Elendil bekommt das hier sogar, wenn er dafür geht. Fidelguldo? Ja, Er kann sie nehmen und dann versuchen, wieder abzuziehen. Jetzt mal gucken, wie schnell... Wir machen schon ein bisschen Schaden. Oh, jetzt kommt erstmal der Giftschaden noch von den Dingen. Ja. Es wird sich tatsächlich ohne Haldir, also das heißt sich dann Haldir, jetzt sollte aber auch weglaufen, also nicht die Kastellaner hier leveln und feeden. Ah ja, da kommt doch Haldir. Genau. Und das eine Bataillon ist auf jeden Fall. Ja, das ist wahrscheinlich zu weit. Ja, und ich sperre mal eigentlich ganz gut Schaden. Oh, die machen guten Schaden dagegen. Ja. Oh ja, okay, wir haben die Antwort gefunden auf Kastellane. Wunderbar. Ja. Also, und jetzt muss eine Antwort, die ganz gut funktioniert. Jetzt darf Mordor hier im Kreis laufen, quasi. Ja, mal sehen. Haben sie noch wieder Piken? Ja, ein Bataillon. Zwei Bataillonen-Piken sind da. Oh, da ist er erstmal durch das Giftband von den Kastellanen gelaufen. Oh no, das sind sie waren, die Sperrwerfer. Die Sperrwerfer sind alle gestorben. Oh, sind. Oh Gott. Die sind hier da an dieser Ecke gestorben. Ja. Oh Gott. Das ist sehr bitter. Ja, das Giftband von den Kastellanen, also diese Verwüstung, die die hinterlassen. Das ist der, echt stark. Der Gamling, ganz ehrlich, der sollte aufpassen, oder? Ja, Gamling sollte auch aufpassen. Und gleich sind die Galadrim wieder weg und das heißt, man hat einen großen Schadensverlust. Jetzt hat er halt nichts mehr wegen der Kastellane, fürchte ich. Oh, ein Theoden? Ein Theoden? Nee. Stimmt, hat Gamling so einen Ring über seinen Kopf? Kommt doch eigentlich von Theoden. Das ist von Haldir. Ja, Bündnis zwischen Elben und Menschen, was ist das? Hm? Ja, irgendwie sowas. Dann wird er unverwundbar für eine Weile oder so. Stimmt das? Ich glaube nicht. Naja.
Jetzt mal gucken. Also der Kampf, das der Guldo-Vorposten ist natürlich schon mal viel wert zu zerstören. Da kommt jetzt vielleicht gleich ein neuer, mal sehen. Ja, wahrscheinlich kommt ja gleich ein neuer. Aber... Naja, die Speerwerfer sind halt schon 3 Bataillonen Speerwerfer gewesen. Ja, die taten weh. Und der hat sein Königslager leider verloren. Und ansonsten, von der Eco sind sie gerade gleich auf. Sie haben gerade beide Level 2. Er hat ein bisschen mehr Map-Kontrolle und hat, glaube ich, auch ein bisschen mehr CP. Ja, stimmt gar nicht, er hat weniger CP. Also ja. Lendir. Also, das ist deutlich weniger CP, muss man sagen, gerade. Deutlich weniger, ja. Er hat auch keine Reiter mehr. Also kaum noch Reiter. Und es sind auch noch Upgrades in weiter Ferne, soweit ich weiß. Ja, also ich nehme an, jetzt so, dass ich erstmal hier seine Eco. Ich meine, Upgrades mit Rohren sind eher ein bisschen teurer. Ja, aber er zieht ja. sich zurück. Findest du Guldo irgendwo, links oder rechts? Weiß ich nicht. Wir haben bei der Werbung von Zirit von Spartacus, das heißt, also da braucht er gegen die Bogenschützen, sollte er echt Kavallerie haben. Oh ja. Der Elendil. Stimmt, der hat ja gar keine Stallung in der Base gehabt, der hatte ja nur die 6 Landenlager gehabt, oder ein Königslager. Ja, und jetzt kommt Elendil hier in eine Bedrohung, ein bisschen. Oh ja, so langsam geht's ins gefährliche Mordelate-Game. Ja. Und er kann nur eine Seite gerade beantworten. Wenn eine Mordelpestung kommt, oder? Ich denke, es kommt Dolguldo hier wieder, würde ich mal sagen, auf der rechten Seite, oder? Gleich. Ich weiß es nicht. Also, er steht hier schon in einem schönen Klump. Hier einen schönen Pfeilhagel rein. Mm. und? Vielleicht hat Spartacus ein Geld aufgegeben. Spartacus? 2000 hat er gerade. Vielleicht hat er sich noch einen Helden geholt. Er hat aber gerade eigentlich 3,5, glaube ich. Wahrscheinlich hat sich. Ach, vielleicht auch Zirit Ungel deswegen. Nein. Jetzt bin ich mal gespannt, ob jetzt nochmal ein extra Camp kommt. Ich glaube, das muss fast kommen, oder? Ich glaube, also es kommt immer weiter. Also ich würde es, glaube ich, in dem Fall auch als... Also, ja, sollte, glaube ich, schon kommen. Ja, also komplett auf Reiter zu verzichten, ist keine Option. Das wird sehr... Wird sehr schwer. Ja, Ja. Kommt Dolguldo? Ja, es kommt wieder ein Dolguldo. Kommt der Dolguldo, okay. Ich finde es schade, da, ne? ich bin immer der große Minas Morgul-Fan. Ja... Aber die Kastellanen und an sich die Kastellanen sprechen genug für sich, denke ich mal. Aber auch ja, die Truppen. Aber Hexenkönig ist ein Minus Morgul zum Beispiel, also von dem her. Ja. So, Spartacus geht auch direkt wieder zum Lager? Nee, doch nicht. Ja. Aber was der Lendl gerade schön macht, er setzt trotzdem Spartacus hier noch ein bisschen unter Druck. Harvest an allen Fronten. Das, was er noch ein bisschen machen kann, sag ich mal, um ihn zu beschäftigen. Alle. Ja. Naja, wir haben Nazgul. Ja, da sind jetzt einige Nazgul. Mittlerweile. Schmorder. Ja, und Mordor scaled und scaled und Spartacus freut sich. Er hat auch, wie gesagt, CP-Upgrade. Das letzte ist noch nicht erforscht für Mordor. Für Grohan allerdings schon, wenn ich das sehe, ja. Oh, und mittlerweile auch seine CP wieder aufgestockt, Elendil. Ja, aber es sind halt nur sehr viele einfache Bauern, muss man klar sagen, ne? Also das ist... Das stimmt. Ich meine, einige Speerwerfer sind so da, also das wusste nicht. Aber das, ich glaube, das ist und Gambling. Kein Vergleich mit den Kastellanen und den Kirit Ungol-Einheiten. Ja, gut. Okay, er bekommt jetzt Kavallerie, jetzt mal sehen. Aber ja, es wird langsam, es wird sehr bedrohlich hier. Er muss vor allem aufpassen, hier oben ist auch so ein kleiner Mordor-Klump. Und unten auch. Also, Spartacus macht das gerade gut, ne? Also, eine Armee so aufgeteilt. So ein, ich würde fast sagen, was für ein Verhältnis? 1-3-1-Verhältnis oder sowas? So 1-2-1-Verhältnis. Ja, das ist aber ein mutiger Kavallerist. Oh, da unten, in der Mitte, irgendwo. Ampel, oh. Ja, sie kommen aber durch. Ja, sie kommen durch. Aber außer das eine Bataillon, das hat keinen Bock. Ah, Gott. Ja, es kommt, glaube ich, auch noch raus. Ja, es wird auch nicht gefokust gerade. Ja, wir haben auch Piken. Nicht Piken, wir haben auch Klingen im Vorsprung von Elendil tatsächlich. Vor Level 3 in Besiko. Okay. Die Kavallerie. Und Eowyn ist da. Heldenkiller. Kavallerie ist echt zu mutig. Oder hat er schon Reiterschild? Oh Gott. Nee. Kann er gar nicht haben. Ich glaube nicht, dass das gewollt war von ihm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh ja, der zweite Trampel, glaube ich nicht. Naja, Eowyn. Ja, Eowyn, gute Heldenkillerin. Besonders wenn sie gelevelt ist, wird sie sehr, sehr böse für andere Helden. Ja, ist natürlich noch nicht gelevelt, leider.
Ah, die würden ein paar Kasselanen abschlachten und dann schaffen sie den ersten Nazgul ab, ne? Das wäre zumindest die Hoffnung, nehme ich mal an. Ja. So, Königscamp wieder auf Produktion. Ist Königslager auf dem Bau? Jo. Okay. Ja. Er hat jetzt keinen Truhenstein hier. Er hat zwar nee, seine Truhen aufgeladen, aber... kann aber einstellen, theoretisch. Also, er hat... Ja, das braucht natürlich wieder Zotz und... Und, ja, jetzt wird's knackig hier. Das könnte eine entscheidende Schlacht jetzt werden, wenn Mora das gewinnt. Oh ja, er hat jetzt echt gerade leider schon seine Kavallerie verloren, seine Reiter. Ja. Die wären echt wichtig halt schon... für die Bogenschützen gerade eigentlich. Ja, und die brauchen halt dann doch noch mal ein paar Sekunden, um zu reproduzieren hier. Er kann gar nicht rein, die Drohler können gerade nicht beschworen werden, keine Statue da, weit und breit. Ja, Shelob wird wahrscheinlich schnell sterben, aber das ist eins okay. Ich denke, die wird jetzt... Kermlings dann hilft. Aber die Kastellanen da hinten, die kommen hier in die Backline rein, mit den Mordor Orks. Da kommt die nächste Armee vom Mordor. Oh, Level 7 Kastellane. Ja. Ah. Ja, das ist leider. Mordor Strong. Aber es freut mich, Rohrenbauern werden abgeschlachtet. In meinem Grund, sich zu freuen. Du Verräter. Du Elendil-Verräter. Oh. Nein, ich habe nur was gegen Rohren. Ist der Elendil selber schuld, wenn er Rohren kriegt. aber nee. Gamling noch am Leben? Ja, Gamling ist Level 6 immerhin. Oh je, das sieht nicht gut aus. Nee, jetzt sterben auch die restlichen Eowyn mit dem Verzweiflungsspeer hier noch, aber ich glaube, ja, das war wie gesagt die entscheidende Schlacht. Jetzt kommt der Minas Morgul noch. Spellpunkte auch sehr gut. Harad-Verstärkung auch geholt. Die steht hier oben. Der Olifant ist nicht aus dem. Oder ist er einfach nicht gespawnt, weil er nicht genug CP hatte? Der Morgul steht schon bei der Minas Morgul-Festung. Ah, da oben. Ah, okay, hab ich nicht gesehen. Ja. Tja, das ist over. Ja, das ist wohl jetzt GG. Naja. Leider. Ich meine, aber wir haben ja von Comebacks gesprochen, ne? aber das Ding ist, als Rohan ein Comeback zu machen gegen Mordor. Nee. Das wird, glaube ich, nicht. Ich glaube, da muss Spartacus irgendwie einen Schlaganfall bekommen, damit das klappt, ne? Das wäre auf jeden Fall hilfreich. ja, ich glaube, Elendil weiß auch selber, dass das jetzt hier ziemlich vorbei ist. Ah ja. Da kommt jetzt auch, ach Gott, Digga, da kommt ja von unten die dritte Armee. Aber man muss sich überlegen, dass Salman Fünftler so gar nicht mal mitgekämpft hat von der Mordor-Armee gerade. Ich meine, klar, das ist jetzt nicht die größten hier, aber es sind trotzdem schwarze Uruk-Hai. Elendil kann jetzt erstmal hier ein bisschen über den Platz laufen. Die Droha da. Die geben auch. Ich will jetzt erstmal sehen, existiert wieder eine Dragulte-Festung? Die Antwort ist ja. Ich Gamling mit Eowyn hin. Eowyn ist, glaube ich, vorhin in die Base gelaufen oder so, oder nicht? Wo vertue ich mich da? Gamling ist, glaube ich, hier. Ah, ne, Eowyn ist hier auch rechts. Und Gamling auch. Ah, okay. Dachte, ich wäre vorhin in die Base gelaufen. Naja, nee, konnten sie ja nicht, die waren ja auch in den Klump hier drin. Naja, nee, ganz am Anfang dachte ich so, also als er einmal nach unten gelaufen ist hier. Vom Exlantenlager. Oh, der Olifant ist. Der war schnell gestorben. Weg. Woran ist denn der so schnell gestorben? Keine Ahnung, muss in die Sperre, hat der Sperre getrampelt? Ich hab leider keine Sperre gesehen. Also die Harad-Reiter, die begnügen sich ja sehr gerne, deswegen weiß ich jetzt gerade nicht, woran gestorben ist. Kann man jetzt nicht mal im Replay angucken. Wir haben Enz. Enz. Ja, selbst ein Base-Rush. Selbst wenn die gesamte Mordor-Base bekommen würde, wäre das, glaube ich, egal. ja, mal sehen. Er gibt doch nicht auf, interessanterweise. Nee. Bis zum letzten Bauern wird hier gekämpft und da werden auch die Er hat noch zwei Bauern. Helden, das ist alles möglich. Das ist alles möglich. Gamling und Eowyn halten hier die Ehre für Rohan. Genau. Aber ja, es ist halt, das ist halt einfach Massen. Schon eingesetzt. Die Level 8 Kastellane, uiui. Ja, fast Level 9. Allgemein, ich habe immer das Gefühl, die leveln echt gut, ne?
Level 9. Ja, die töten halt ganz gut manchmal. Ja. Wenn sie mal dazu kommen, dann töten sie ganz gut. Was kommt denn da jetzt? Die Forward oder was ist das? Nee, das ist ja. Achso, da meinst du Haldir, ja. Haldir. Entschuldigung, das war echt schon, das war das Elbenhorn. Es kommt beides. Ja, es ist kein Orkhorn, sondern Elbenhorn. Und auch kein Yulokahorn. Oh, danke für den Hinweis. Bitte. Die Vorhut, die war jetzt, der hat und Wyrmgor Tower. War ja abzusehen, dass das irgendwann, dass der kommt. Oh, Gamling. Gamling auf Mission. Ja, auf Mission, der Gamling ist richtig auf Mission. Ah, es leckt ein bisschen hier gerade. Ah, da hat jemand gerade, glaube ich, Q gedrückt. Bei den Mordor Orks. Und wir haben hier oben die Ents. Die haben Bock. Mit Lex haben sie Bock. Hierbei ist Eowyn. Haben sie Bock. Hä? Hier ist Eowyn auch dabei. Also die hat das erst ermöglicht. Ah ja, ich habe mich gerade schon gefragt. Oh, und hat er einen Stall gebaut? Ah ja, hat einen Stall. In der Base? In der Base. Oha. Ja, sonst hätte er irgendwo nicht aufsteigen können. Ja, true. Wie der Tom auch sagen könnte. Tom ist der Experte drin. Also prinzipiell, er kriegt natürlich jetzt viel. Die Frage ist, ob das wirklich was bringt. Also ich meine, klar, er verliert jetzt Ressourcen. Einiges an Ressourcen. Aber ich glaube, das ist Mordor fast egal, oder? Uiuiui. Ja, vielleicht, wahrscheinlich. Also ich meine, Minas Morgul wird auch noch fallen. Er kauft sich zumindest mal ein bisschen Zeit. Ja, das ist richtig. Bekommt er noch die Base? Das wären halt schon 5000, ne? Ja, wenn jetzt auch hier das... Das war's. Okay, das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Erst noch Drogulder töten. Das hat sich gelohnt. Und der hat aktuell nicht 5000 Ressourcen, um die Base wieder aufzubauen. Also das könnte hier noch ein lustiges Ende kommen. Das könnte hier noch ein lustiges Ende kommen. Das ist nicht auch so ein Meme von wegen Rohan gegen Mordor mit den Ents immer. Ja, immer schön der Base Rush. Ja, es passiert häufig. normalerweise baut man dann auch mehr Türme oder sowas und lässt vielleicht nochmal was in der Base. Das waren eigentlich schon volle Türme. Ich weiß nicht, er hat keine Feuertürme gehabt, die hat er ja auch nicht mal. Nee, es war nicht voller Türme. Nee. Er hatte nicht überall Türme gehabt. Ja gut, die Bauplätze waren nicht mit Türmen voll. Hätte er Türme anstatt Orkkasernen gebaut sollen. Nee, auch die Äußerung ja, die waren nicht. Ja, ich weiß nicht. Aber das haben wir schon mal Innenbase auch so. Also er hatte halt die Statuen, das waren natürlich. Oder die Watchers oder wie sie heißen. Ja, gut, die. So, trotzdem noch 1000 CP von Morden, ne? Ja, 900 CP aber keine Siege. Bauern. Doch, da waren zwei Ramm. Sind die Ramm gestorben? Doch, Ramm sind hierbei. Zwei Stück. Die kamen noch vorher raus. Na dann. Und ja, jetzt könnte genau das Gegenteil hier passieren. Die Kavallerie. Kavallerie hier unten versucht jetzt hier Dol Guldur einzureißen. Und ich bin mir nicht sicher, ob er das schafft. Oh, er muss ganz schnell zu seiner Base laufen. Seiner kann die Peak, die mit der Kavallerie seine. Die das Ding ist, ja, die Kavallerie schafft das hier aber rechts. Ja. Ah, kommt ein Wolkenbruch, um sich nochmal ein bisschen Zeit rauszuholen. Bester Wolkenbruch. Ich weiß nicht, ob das reicht. Wohin läuft er mit seiner Armee? Achso, der möchte jetzt gucken. Der sucht, ich glaube, der sucht auch Kirit-Ungol einfach. Ja, jetzt die Base, jetzt kann er die Base wieder bauen. Sie ist direkt da. Oh, Eleni kann sie theoretisch wieder abreißen direkt. Aber ja, das ist, ja, aber er wird seine eigene auch verlieren. Ja. Und der Guldur ist down. Und jetzt muss er mit seinen Reitern hier unten aufpassen. Da muss er jetzt abbauen. Und irgendwie versuchen, irgendwie die Kirit-Ungol-Kaserne zu finden, die hier unten rechts steht. So, Gnomi fragt hier, hat die Festung alle Bauplätze bekommen? Und die Antwort ist nein, da fehlt einer. Einer fehlt hier, ja. Aber ansonsten sind das, glaube ich, alle. Ja. Er hat keinen Boden. Oh, und es hat keinen Boden. Oh. Ah, und die Festung hat keinen Boden. Die Rohans Festung wurde durchbrochen. Ja, Rohans Tor. Das ist richtig. Rohan hat aber auch keine Ressourcen, um irgendwie ein Lager zu bauen. Und der Lenil sucht aber jetzt... Aber er hat Ruhe, deine Steine. Halten die im Spiel? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube nicht. Ja, und jetzt beginnt hier die Suche. Oh Gott. Ich glaube, ein Sammelpunkt hält nicht im Game, soweit ich weiß. Ach so, der versucht hier zu... Jetzt
Ja klar, der kann ja theoretisch finishen, wenn er die Kaserne findet. Ja, richtig. Kaserne ist übrigens ganz rechts unten mit Pfeilturm, also. Also wenn er seine ganze Armee da hinschickt, dann kriegt er das. Aber ich glaube, es wird nicht mehr in Zeit funktionieren. Oder halten Gehöfte? Halten Gehöfte auch noch in-game, oder? Nee, ich glaube nicht. Sicher? Es sind Wirtschaft. Ich bin mir selber. Die Reiter. Aha, die Reiter. Leon. Die Reiter, die braucht keiner mehr. So werden wir jetzt sehen, ob Elendil jetzt stirbt oder nicht. Ja, also in die Vorposten kann er auf jeden Fall nicht. Also nee, er hat der gar kann kein Geld. Nicht davon abhalten, den Vorposten hier zu bauen. Er hat übrigens schon, ich habe doch gerade schon gesagt, Elendil hat schon seinen Vorposten gebaut. Was? Links. Ach stimmt, hat er, okay. Ja. Die Kastellane. Ja, das darf man nicht feiern. Die Reiter sind tot, keine. Ich sag aber, wenn er die Kiegel in Ungold hätte. Wenn er jetzt noch einen Pippin hätte, einen Merry hätte, dann könnte er hier mit Cloak machen und dann könnte er den Außenposten verhindern. Ja. es wundert mich, Spartacus baut auch keine weitere Kiegel in Ungold, glaube ich. Oder tut das jetzt doch? Doch, tut er, okay, er denkt dran. Oh Mann. Ich frage, jetzt wird er jetzt seine Armee hier unten für Opfern für die King Ulrike Kaserne? Ich glaube, er wird es eingehen. Ich würde jetzt Opfer von den Drachen. Aber ja, also er wird diese Kaserne bekommen und danach das Spiel wahrscheinlich verlieren, weil er einfach nichts mehr hat jetzt. Das sind seine letzten Truppen, glaube ich. Doch, es sind seine letzten Truppen. Ja, und ich glaube, Mordor hat das Geld für den weiteren Vorposten, theoretisch. Ja, jetzt wird sich Elendil ärgern. Das war nicht die letzte Kilo-Kaserne. Oh, Mann. Da kommt auch das GG. Da kommt das einzelne, da kommt das doppelte einzelne GG. Oh, boy. Doppelte einzelne G, meinte ich. Hat Elendil das aber auch echt nochmal sehr spannend gemacht, ne? Also das kann man nicht sagen. Ja. Dafür, trotzdem, dass das so entschieden aussah. Ich wollte nicht, dass Rohan verliert. Ich wollte vor allem nicht, dass Mordor gewinnt, aber naja. Ist gar nicht. Speichern wir mal das Replay auch ab. Anfangs sah es ja noch relativ gut aus. Das ist die Frage, wo war jetzt so der Ende? Ich meine, er hat ja den durch Guldor-Vorposten bekommen und dann hat er halt seine Speerwürfe verloren. Danach war das irgendwie. Ich weiß nicht, ob das jetzt aber auch wirklich der Ausschlaggeber war. Wenn man Mordor auf der Map dazu lässt, einen Vorposten zu bauen, ich glaube, dann hast du schon ein bisschen was falsch gemacht, oder? Ja, er ist ja nicht mal so lange gestanden. Ja, gut, da hat er schon seine Kastellane gehabt, das natürlich war. Aber die Kastellane hätte er eventuell auch töten können, hat er halt die Speerwürfe nicht verloren. Hätte er die Kastellane getötet, dann hätte er halt eventuell nicht mehr viele Probleme gehabt. Das ist richtig. Also von dem her schwer zu sagen. Ja, 1-2 für Sparta. War wie gesagt, denke ich, gut gespielt von ihm. Er hat es geschafft, im Early nicht viel zu verlieren, finde ich. Ja. Was denn? Erzähl. Das schmerzt. Was schmerzt denn jetzt schon wieder? Dass Rohan verloren hat? Ja, nee, das, ja, und das Mordor gewonnen hat. Das kann nicht sein, und das Elendil verloren hat. Ach. So. Gucci. Einmal das Spiel neu starten. Aber ja, Spiel war. War okay. Ja, bitte. Okay. Bitte. Das war natürlich schon intense Partie, fand ich. Also das am Ende mit den Ends. Aber dafür für die Base Rushs bzw. Backdoors ist Elendil ja bekannt. Besonders auch mit Zwergen. Das macht er ja sehr, sehr gerne. Und auch mit Rohan. Erstmal bitte alle im Chat zu Goodfellas Team gehen und ihn anschreien, dass er aus dem Chat, aus dem Spiel rausgehen soll. Ja, vielleicht merkt er es irgendwann. Vielleicht. Ah, da ist er ja schon. Nevermind, Kommando zurück. Ja. Kommando zurück. Ja, cooles Comeback von Elendil, hat leider nicht gereicht. Er hat es wieder so gemacht, dass er hätte kurz vor dem Sieg wieder stand. Jetzt stell dir mal vor, Sparta vergisst, eine zweite Kidoro-Kaserne zu bauen und dann gewinnt er das Spiel da an der Ecke.
Ja, das stimmt schon. So eng kann es sein. Ich frage mich gerade, wann... Wie bitte? Wir haben noch keine Map, nee. Okay. Ja, trotzdem, ich fand, dass er trotzdem Mordor am Anfang zu viel Freiräume gelassen hatte. Beziehungsweise Spartacus auch recht gut gemacht hat. Er hat einfach wirklich nicht so viel verloren insgesamt. Ja, also ein paar Ork-Horden waren es, aber er hat sich sehr auf sein Inbase-Eco fokussiert und der hat sich oben in seinen Quadrat da oben festgebunkert am Anfang. Ja. Und dann kam irgendwann der Mob, der groß genug war, um halt auch Dol Guldur bauen zu können. Und nicht mehr also einfach contested werden zu können, leider. Morgai kommt, okay. Oh, Morgai. Da bin ich mal gespannt, was Elendil da spielen wird. Morgai, ein schönes Volk für sowas wie Gondor. Für Mordor natürlich. Isengard ist mittlerweile auch da ganz gut, weil es auch sehr, sehr stark scaled. Ich könnte mir vorstellen, dass Elendil. Ach nee, warte mal, Elendil. Elendil kann nicht mehr Isengard bannen, also. Er hat schon eben einmal Isengard gebannt, ne? Er hat schon eben Isengard gebannt. Okay, ja. Mordor kann aber nicht mehr gepickt werden von Spartacus, das weiß er. Es könnte sein, dass er versuchen wird, Zwerge gegen Isengard hier zu bekommen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Weißt du schon, wann? Wir haben die Bans ja gerade reingekommen. Wir haben Imnatris und Lorien von Elendil. Imnatris und Lorien, okay. Ja. Sparta schon was gebannt? Und Sparta bannt Gondor Rohan. Was nochmal? Ich hab gerade nicht zugehört. Entschuldigung. Gondor und Rohan. Gondor und Rohan, ah. Okay, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das hier diesen Zwerge Isengard Match sein könnte. Im Übrigen, Herr Jürgen Klinsmann, bitte sowas in Zukunft unterlassen an solchen Kommentaren. Dankeschön. Also ich fand's. Okay. Ja, keine Ahnung. Ja, das, nö. Das über so welche Wortwitze brauchen wir nicht zu haben. Kann auch gerne irgendwer den Kommentar löschen von den Jürgen. Dankeschön. So. Picks hast du ja noch nicht, meintest du? Okay. Oder? Doch, wir haben Gondor gegen. Also Spartacus ist Gondor. Okay, ja. Alkon und Gondor ist ja auch offen. Und Elendil hat aufgehört zu tippen. Einfach aufgegeben. Ja. Ganz eindeutig Extreme-Sniper. Einfach aufgegeben. Er wartet. Ja, er wartet auf die 30 Sekunden. So. Zeigen Sie es endlich. Und zeigen Sie es endlich. Scheiß Stream-Delay. das Ding ist... Imla Driss. Oh, okay. Interessant. Imla Driss. Okay. Ich weiß nicht, ob ich Imla Driss auf der Map mag, muss ich sagen. Auf der großen Map Morgai. Magst du es? Also, wie siehst du das? Eigentlich auch nicht wirklich. Ich meine, der Imladris scaled natürlich auch gut, aber es hat echt Probleme, hier sich irgendwie festzuhalten, habe ich mal das Gefühl, auf der Map. Ja, mal gucken, vielleicht hat er... Elendil ist immer so ein Dude, der in der Regel sich was bei seinen Picks denkt. Deswegen habe ich jetzt wirklich sich das wirklich zurechtlegt vor der Partie, was er wie picken könnte und so. Das hat er auch im letzten Turnier gemacht. Ja, klar. Ja, zum Beispiel, ich mache das nicht.
Ja, oder hat spezielle Taktiken dafür. Deswegen bin ich, dachte ich eigentlich, es wird hier Zwerge werden. Zwerge können auf der Map recht gut sein. Vielleicht rennt er auch da einfach rüber mit zwei Rammen. Na gut, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Mit zwei Dunen in Rammen? Zwei Dunen in Rammen, zwei Dunen in den Stiften. Dunen in der Stifte. Ja. So, dann würde ich mal sagen, schalte ich mal hier oben. Ja. Lustiger. Also, Map Morgai, Elendil Imladris gegen Spartacus Gondor. Gegen Gondor. Und ich habe die Völker nicht angepasst. Ich bin ja, so blöd. Das sage ich dir extra rechtzeitig. Ach, ja, so spät wie möglich. Ja. Einen Moment, einen Augenblick. Komplett vergessen, ne? Ich bin ein bisschen out. Ja. So, und. Dann kommentiere ich halt währenddessen Elendil hier rechts oben. Wieder mit seinem schönen Smekolumblau. Und links unten, wir haben den Barcode. Den Barcode? In Orange. Den Barcode, yes. Ja. Orange? Ich weiß es nicht. Ich mag es nicht so gerne, glaube ich, nicht so gerne Orange zu kommentieren. Ab und zu auf einigen Maps finde ich das nicht so gut zu sehen, oder? Aber naja. Na, vor allem finde ich, denke ich schon. Und Kaun, ich sehe gerade im Stream, du hast die Fraktion nicht angepasst. Ah. Was habe ich nicht angepasst? Fraktion. Habe ich jetzt, das meinte ich ja gerade. Habe ich jetzt gemacht. Ach so. Nun ja, wir haben eine Torenhalle von Elendil. Kommt da der Reiter rasch, oder was? Ist das ja der gute alte... Oh, Torenhalle. Oh Gott, ich war gerade überlegt, was du damit machst. Ja, wie heißt sie auf Deutsch? Schreibwerkstatt. Schreibwerkstatt. Die Autorenhalle. Ja, let's go. Die Autorenhalle. Sorry. Naja, machen ja aber sehr viele eigentlich, Schreibwerkstätte, ne? Ist halt vor allem im Early Game deutlich angenehmer, wenn du noch keine Verbindung brauchst für irgendwelche Klingen. So, Elendil aber nimmt sich die obere Seite hier zur Brust. Ja, aber halt auch vor der Baracke. Mal sehen. Ja, sehen wir dann, ob das aufgeht. Mal sehen. Aber Elendil geht hier einfach oben durch, ne? Also der nimmt jetzt Göff für Göff dir ein. Ja gut, dafür brauchen wir natürlich das Geld. Ja. Ich finde, ist ein mutiger Schachzug von ihm, irgendwie. Das weil wenn er da auf Gegenwehr trifft oder schnell seine Gehöfte wieder abgerissen werden sollten, kann das auch sehr schnell eine Fehlinvestition werden. Also wenn jetzt hier gleich ein Gondor-Bad kommt. Und er will direkt zum Troll. Ja, das ist, denke ich, keine so große Überraschung. Nee, aber ich find's trotzdem gut. Ich kann mir vorstellen, dass sehr früh Dune dahin hier kommen werden, denke ich. Hm. Ja, auf der anderen Seite, auch vorstellen. Spartacus geht jetzt auch zum unteren Troll hier. Piken sind am Start und Pippin. Und Wert creept den Troll schöner, ne? Danach werten wir. Danach, der den Troll schöner creept, gewinnt das Spiel. Na, Elendil kriegt hier eine 7, sag ich mal. Das war. Und der Spartacus. Spartacus kriegt eine 8, muss ich sagen. Spartacus, das fand ich ein bisschen schöner. Das ging fluffiger. Das ging ein bisschen fluffiger. Ja, aber es sind auch Speere, muss man halt sagen. Es sind auch Speere, ist auch Cheaten, ja. Ja, es ist auch einfach Cheaten. Ja. Gibt nochmal einen Minuspunkt fürs Cheaten. Genau, also ein Minuspunkt für Speere und ein Minuspunkt für den Scout halten. Ganz genau. Und bei Ende gab es noch den Minuspunkt, weil er noch im Hinterherlaufen. Als der Troll quasi schon gestoppt ist, hat er noch draufgehauen. Deswegen nur 7 Punkte. Elendil hier einen Tick schneller. Und jetzt ist das passiert, was ich meinte. Spartacus hat hier jetzt schon das erste Gehöft hier sich zurückgeholt. Ja, gut. Aber es hat natürlich, das braucht natürlich ein bisschen. Ja. Aber ja, ich glaube, es hat sich nicht refinanziert, meine ich halt. Denke ich. Ja, das ist immer schwer zu sagen. Und du musst bedenken, dass Gondor, also Spartacus, auf der anderen Seite sehr viele Creeps sich nehmen konnte. Ja? Also das sind 3 Creeps, beziehungsweise 2. Das echt, das stimmt. Was an ihnen ging. Und wo oben du, naja, den Wag willst du noch nicht direkt creepen, denke ich. Auch mit Imladris kann das ab und zu schwierig werden mit einem Schwerterbad. Es würden davon Level 2 werden, das wird schon gehen. Würde ich sagen, aber. Interessant, dass Elendil sagt, okay, den Creep conteste ich nicht, er geht aber fürs Göft hier. Ja, das wundert mich auch ein bisschen.
Vielleicht dachte er, yo, creep du erstmal, das dauert eh noch. Ich nehme einfach gleich das Gold weg. Naja. Er muss ja aufpassen, dass er hier nicht ganz angekesselt wird gleich, aber gegen die Piken kann er natürlich locker gewinnen. Jo. So, hier oben holt sich das Elendil wieder zurück. Spartacus, Servus dafür auf der anderen Seite. Ja, by the way, auch hier von Elendil gar nicht die Dunedain Camps, also die Hobbit Farm, sondern hier die Imnatris Farm. Ja, ja, es kann sein, dass er auf Reiter gehen will und von das heißt, Spartacus kommen nämlich auf Reiter. Also die sind gerade in der Position. Eine Autorenhalle und zwei Schmieden. Okay. Vielleicht war die Schreibwerkstatt ein Missklick gewesen zuerst, der nicht bemerkt wurde. Vermutung. Aber vielleicht. Reiter kommen bisher nicht bei Elendil. Vielleicht hat er S für Schmiede gedrückt. S für Schmiede, und dann kam plötzlich die Schreibwerkstatt und er so, was? Ich dachte, die wäre auf A für Autoren halten. Für A für Autoren. Ja, ja, vielleicht. Vielleicht dachte er das, aber wer weiß, wie so. Das entstanden ist. Was sind die Reiter? Das erste Reiterbad sollte... Ah, er ist CP blockt. Es dauert gerade noch ein bisschen. Gerade so. Es dauert 7 noch ein bisschen. CP-mäßig ist Gondor leicht in Führung, einen halben Spellpunkt. Kam halt durchs Creepen vor allem. Also hier oben die Piken, die werden jetzt eventuell ein paar Mann verlieren und dann weiterziehen. Da sind sie. Ja, da kommen sie. Elnir hat netterweise die CP geschaffen. Ja, mit den paar Piken, die er gerade abgeschafft hat. Genau. So, gucken wir mal, CP-mäßig Vergleich, sind sie beide gleich auf aktuell. Und ansonsten, wie würdest du es denn jetzt beobachten? Läuft das Spiel so, wie du es für Imladris aktuell noch haben willst? Oder sieht das schon ein bisschen zu doof? Ich weiß nicht, ich ehrlich gesagt, das ist irgendwie schon hier ein interessantes Spiel. Wir haben hier ganz schön, das ist irgendwie komisch. Ja. Ich meine, die Map-Kontrolle liegt ja eigentlich schon bei Gondor. Ja. Das ist ja auch verwartbar ist auf Morgai, also. Richtig, und da muss Elendil sich jetzt versuchen, auf einer Seite zu konzentrieren. Denke ich, das macht auch richtig, hier jetzt auf die untere Seite anzugehen. Er hätte auch die obere nehmen können, wie man Lust und Laune hat. Aber er sollte nicht versuchen, beide Seiten zu testen. Auf beiden Seiten präsent. Ja, aber was heißt präsent, mit dem einen Bataillon da noch. das jetzt aufpassen müssen. Und hier kommen auch die Piken. Die Speere sind da, aber gerade so. Also da hat er die Reiter aber knapp abgepasst. Ich nehme an, er hat wahrscheinlich einen Stall gesehen mit seinem Gilder, aber... Oh. Ja, ich sag mal so, ich glaube, dass man Reiter hier auch echt gut erwarten kann auf der Map, oder? Das stimmt. Also das ist jetzt nicht die größte Überraschung. Und ich finde es mutig, was hier Elendil hier macht, dass er sich hier weiter vorrückt mit diesen zwei Bataillonen, weil hier ist eine Gondor übermacht. Elendil der Mutige. Die Speere ja auch ein bisschen verhasst bei Imladris, weil sie nur eine Reihe haben. Ja, ich sag mal so verhasst ein bisschen. Sind nur eine Reihe Speere. Ich hasse sie nicht, sie sind nur nutzlos. Das hat nichts mit Hass zu tun. Naja, also die Reiter spieken sie schon auf, ne? Also jedenfalls die erste Reihe. Ja, es geht. Auf jeden Fall die erste Reihe. Kommt so ein bisschen drauf an. Oh, es geht. Haben wir hier unten ein kleines Geschnetzel. Wo die Gondor-Soldaten den kürzeren ziehen. Den deutlich kürzeren. Mhm. Wird jetzt auch ein bisschen der Weg hier abgeschnitten. Ja, aber... ich meine, das ist ja auch klar, so einhändige Schwerter sind halt kürzer als zweihändige. Ja, das ist halt wahr. Also, das kann man von denen jetzt auch nicht erwarten. Ja, aber Elendil hält sich hier noch gegen Spartacus. Wie sieht's denn aus? Ich glaube, das ist das zweite Bataillon am Reiter, was jetzt hier von Sparta auf dem Feld ist. Das wird natürlich jetzt versuchen zu harrisen. Und ihre Schnelligkeit und Mobilität auszunutzen hier. Aber Elendil ist am Start und ich glaube, drei Schwerterbataillone könnten die das aufnehmen mit den Reitern. Drei Schwerterbataillone gegen zwei Reiter. Also, die haben ihre Fähigkeiten nicht alle ready. Und die laufen gerade direkt rein.
Ich glaube, weglaufen ist keine Option. Inneres Schwert sind Strong und Independent, aber so Strong und Independent vielleicht auch wieder nicht. Ah, ja, und das eine ist ja schon tot, also uff. Ja. Er kommt da oben auch mit Piken. Er hat einen Winter. Ja, also auf jeden Fall sollte er hier die Fähigkeit nutzen, also das ist ja, oh, der Heal war vielleicht auch ein bisschen. Na, ja, das eine Bataillon hat überlebt hier. Ja, mit glaube, einem Mann, ne, glaube ich, war das. Einer Mann, der dann noch hochgeheilt wurde auf 2, geklont. Yay. Alex kriegt auch noch das den Ehrenbanner. Das Ehrenbanner. Ich habe von einem Satz. Ja, aber Sparta hier jetzt wieder auf jeden Fall im Vorteil. Ja. Hat, sag ich mal, wie viel Prozent? 75% der Map fast, kann man sagen? Oder 70% der Map? Ja, vielleicht stimmt. Schon einiges. Aber bei Jutna hat er nichts. Ja, 70%, sagen wir mal, 60%. Naja. Und jetzt wird es nicht Ranger. Oh. In der Festung? Jo. Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen Pflicht gegen Miladris, ne? Also dagegen willst du Elite-Bogenschützen haben, wenn du sie haben kannst. Weil ansonsten kommst du einfach nicht durch die... Ja, durch den Schwerter kommt da durch. Und vor allem auch gegen die Piken, gegen die, die nur eine Reihe sind, sollten doch die Waldläufer sehr gut aussehen, oder? Kann ich mir vorstellen. Na, Piken an sich ja eher natürlich gegen Bogis. Ja, schon... Naja. Man hört bei dir raus, dass du nicht amused bist hier. Ich weiß nicht so ganz. Ich weiß nicht, es ist halt Elendris auf Morgue. Es läuft so mäßig. Ja, aber ne, das haben wir erwartet, dass es nicht so gut läuft. Mittlerweile wird die Schmiedekunst erforscht, das heißt, wir kriegen gleich Upgrades. Ich kenne den Weg. Wer war das denn? Was? Ich kenne den Weg. Die Schmiedekunst macht nur die Erikon-Upgrades frei. Die anderen Upgrades bekommt er schon von Eristor. Dafür braucht man eine Eristor nicht mehr. Stimmt. Ah, richtig. Aber er holt sich trotzdem Upgrades, also das ist recht. Nur halt aus dem falschen Grund. Ja. Ein Gunner-Bataillon in der Base, das sollte kein so großes Problem sein. Da ist ein. Also, wenn sie es drauf anlegen, ich glaube, die kriegen nichts. Ne, ohne Klingen machen die noch nicht genug Gebäudeschaden. Das wird da nichts. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber dafür tradet man hier wiederum jetzt Gehöfte. Unten und oben. Die werden. Ja, aber trotzdem Spartakus jetzt mit drei Bataillonen Reitern. Ich denke, das ist dann auch so die Masse. Maximal 4, mehr will man nicht haben. Ja, momentan wahrscheinlich eher weniger. Ja. Ja, wie gesagt, maximal höchstens, ne? Aber ich renne gegen die 3, sind auch gleich gefallen. Ach so. Was aber erstaunlich ist, Spartakus hat ein bisschen Probleme jetzt, diese Klumps, diese zwei, die Imla hier geschaffen hat, hier wirklich anzugehen, ne? Also Fights sucht er hier nicht, will er auch gar nicht suchen, wobei jetzt dieser Grondo-Armee auf der rechten Seite sehr, sehr groß aussieht. Müssen mittlerweile auch ein paar CP hier sein. Ja, groß ist halt aber auch ohne CP. Ranger noch. Richtig, keine Ranger, 800 CP. Ring. Elendil hat 860. Aber müssten von beiden jetzt mal langsam wieder CP-Upgrades kommen. Bei Spartakus sind die in der Mache. Mhm. Ranger gerade CP. Elendil holt sich, glaube ich, jetzt eher Upgrades anstatt CP. Also gerade braucht er eigentlich nicht die CP zu holen. Mhm. Und ja, ein Kampf. Und wir haben Rüstung. Oh ja. Mal sehen, ob der einzelne Überlebende von vorher noch seinen Level 2 bekommt. Oh. Ja, Pippin ist auf jeden Fall schon mal dead. Und jetzt kommt der Winter ist da. Reiter. Verstärker Reiter. Aus dem Auenland ist da. Ich glaube, die Reiter dachten sich, nee, vielleicht lieber doch nicht. Ah, der Windtauch, ich weiß noch nicht, ob mir der so extrem gefallen hat. Ich denke, man hätte sich vielleicht aufwarten können, bis die Reiter versuchen reinzuchargen. Was sie jetzt auch machen wollen. Ja, dann. Aber es sind immer noch Piken da. Er hat noch seinen Heal da. Und also das richtig. Ist hier. Da ist ein Piken da und. Schöne Trampels. Die Piken hat er nicht. Hat er bisher nicht getrampelt. Ja. Ja, der Trampel war gut. Also da kann man jetzt auch der Heal natürlich an. Der Heal ist halt schon. Ja, aber trotzdem. Ja, mit Einheiten mit Rüstung. Ja, die kriegst du nicht so einfach kaputt. Auch Gondor-Reiter haben da ihre Probleme. Ja. Und auf der oberen Seite, Elendil kann jetzt hier wieder vorrücken, weil die, ja, einen großen Teil der Gondor-Armee sich zurückziehen musste. Ja.
Das heißt, hier kann er wieder Boden gut machen. Ja. Wir haben jetzt Ranger, mehr Ranger. Ja. Und da bin ich mal gespannt, ob die nächste Schlacht könnte damit dann schon anders ablaufen, wenn die lang genug hier ihr Feuer aufrechterhalten können. So, Lenny könnte vielleicht mal sein Eris und die Autoren halten, ne? Wobei. Ja, doch, es würde mehr gegen. Mit deinen Autoren alle. Schreibwerkstatt. Die Schreibwerkstatt. Ja. Ja. Ja, ist eine schöne Werkstatt. So. Moment mal. Ist da gerade was falsch mit dem Inatris-Kommandosat? Mit dem Inatris-Sat? Mit welchem? Weil ich sehe da jetzt noch zwei Upgrades, aber eigentlich hat er noch. Ah, nee, never mind. Warte, was? Was meinst du denn jetzt genau? Bei welchen? Von der Bibliothek, sorry. Ach, von der Bibliothek? Stimmt. Ja. Sind hier die Erforschten, die er gerade hat? Nee, sind sie nicht. Komisch. Naja, komisch. Abgeschlossenen Studien anschauen. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Nee, ja, ich glaube, das ist. Die hat er noch nicht gehabt, die zwei. Ja, das ist komisch. Ist jetzt nichts. Vielleicht ist es auch nur für einen Observer. Auf der linken Seite kommen jetzt auch die Hobbits. Ich denke, die waren leider ein bisschen gewastet. Weil man die hier nicht festhalten kann. Also der Kampf war gerade schon irgendwie scary für eine kurze Zeit. Oh, Faramir, oh mein Gott. Ja, Faramir wurde ich nicht genommen. Aber das ist eigentlich immer noch scary, wenn sobald die Reiter da sind. Also. Ja. Weil die Hobbits, die haben den Reiter nicht so viel entgegenzusetzen. Und das ist jetzt eine gute Sache für Spartakus, würde ich sagen. Ja, noch nicht. Also mal sehen. Also die Ranger. Er hat halt eine Ranger-Bataillon und ist halt direkt in die Einheiten eingelaufen. Ja. Deswegen, es waren vorher zwei, jetzt nur noch eins. Die Hobbits leben noch. Ein paar. Okay, Erfahre mir natürlich auch noch, also zum Glück. Auf jeden Fall muss sich Elendil hier ein bisschen zurückziehen. Also, das einfach straight fighten könnte er nicht. Also, er muss die Reiter entweder chasen, was er auch macht. Dafür wiederum, ne, auf der unteren Seite. Das ist eine schöne Map-Dynamik hier. Kann er die untere Seite hier wieder einnehmen. Mhm. Ist ja hier Farben. Wie bitte? Wir werden getauscht für noch was. Ja, das ist richtig, ne? Immer mal. Wir alle. Mal du die Seite, mal ich die Seite, ne? Ja. Wir sehen noch keine weiteren Helden ansonsten, nur Faramir bisher da. Und Außenposten, rechts unten. Ah. Wir haben jetzt auch Level 3 Außen-Eco für Elendi. Das heißt, anscheinend ist der Bug mit dieser Bibliothek nicht nur für uns. Nein, man weiß nicht. Auf jeden Fall sehen wir dann. Drei Ecke bekommen. Ja, das schmeckt Elendil auf jeden Fall. Was hat Spartakus aktuell? Ich sehe keinen Außengriff von ihm, das ist schlecht. Innen 3, außen ist 1. In außen noch 1, okay. Ich glaube, das ist so ein Zustand, den willst du als Gondor eigentlich nicht so erreichen, dass du wirklich hier jetzt wieder. Also, er fällt ja wirklich behind, leider. Als Gondor. Tatsächlich. Ja, und ein 5er Bataillon hier. Schwerter. Die sind nicht zu unterschätzen und ich warte nur darauf, dass hier Klingen mal kommen. Für Elendil. Weil dann wird hier wirklich nicht dazu. Kommen, glaube ich, erstmal die Reiter vom Außenposten. Ah, ja. Ich denke, Reiter, stimmt. Ich glaube, so Reiter sind sogar noch und wichtiger. Klingen würde ich jetzt nicht mal so. Also, würde ich jetzt nicht so als Prior ansehen. Gegen die Gondor-Soldaten, die auch noch ungeupgradet sind. Richtig, und gegen die Reinscheiß ist sowieso. Nicht. Also, da lieber Reiter erstmal. Ja. Ich denke, Reiter können hier vor allem, wenn sie die Waldläufer erwischen, das Game, die einfach gewinnen damit, ne? Das ist. Manchmal, da kriegst du überhaupt viele Piken. Bis momentan hat er gar nichts. Aktuell? Nee. Ah, doch, da ein Bataillon. Ah, es sind noch ein oder? Paar. Oder? Hat er ein Bataillon? Unten, es sind noch ein paar Piken, aber ansonsten hat er nichts. Ja. Na gut, bisher kam keine Reiter, aber auf der anderen Seite, es sind ja überall die Imladris Farmen. Theoretisch kann er eigentlich die ganze Zeit mit Reitern rechnen, dass sie irgendwann kommen. Und jetzt werden sie auch kommen. Ich bin gespannt, wie früher sie zeigen wird, ob er sie vielleicht noch kurz abwarten wird. Der Rest ist in der Bibliothek. Rest ist in der Bibliothek? Ja, nicht in der Bibliothek, in der Zitadelle. Er ist doch Verschwendung hier. Hat doch echt so eine Bohrenhalle. Naja, aber er hat sich auch die militärischen Studien Level 2 geholt. Das heißt, die haben jetzt ihre Fähigkeiten. Ja, ihre zweiten Fähigkeiten, kann man ja wirklich sagen. Ja, also die, ja genau, ist ja jetzt zweite Fähigkeit. Ja, stimmt. Die Imladris-Soldaten, Reiter haben nur eine. Ja, die Imladris ist nur eine, ja. Würde ich sagen. Soweit ich weiß, hat Elendil mal geäußert, dass er es wirklich sehr, sehr wichtig findet. Wenn man gegen Gondor spielt, dass die Imladris-Reiter ihre Fähigkeit haben dagegen. Weil sie einfach deutlich schneller sind. Wie bitte? Das ist eigentlich immer wichtig. Oh, er hat seinen ersten Autoren gepackt. Er meinte es halt besonders gegen Gondor, dass es wichtig sei. Seine Aussage.
Ja. Immer wichtig. Immer wichtig, okay, immer wichtig. Ja, sind natürlich dann ziemliche Movement-Pferde. Movement-Pferde. Movement-Pferde, ja. Und jetzt bin ich mal so, jetzt geht aber erstmal eine Schlacht hier unten. Ja, bringt sich direkt so, nee, doch nicht. Reiter werden jetzt hier noch nicht eingesetzt. Ich denke, ich will auch warten, nee, bis ich 2 Bataillone Reiter hätte, um so eine Schlacht safe zu gewinnen. Ja, würde ich auch machen. Aber jetzt leider kurz CP geblockt. Jetzt kommt aber das zweite in Produktion. Mhm. So, auf der oberen Seite muss ich Spartakus wieder zurückziehen. Ja. Und wir haben noch keinen Abbrett von Spartakus, oder? Ne, doch, wir haben Bannercarrier. Wir haben Bannerträger und geklingelte Schmieden. Ja, Formation von Gondor und die Reiter. Und die Reiter kommen jetzt hinten rein. Es ist nur ein Bataillon. Aber sie werden ein paar Sachen mitnehmen. Aber sie werden auf jeden Fall Sachen mitnehmen. Ja, so, und da kommt das zweite Bataillon. Nee, das sind die Gondor Reiter. Das zweite kommt noch gleich. Ja, das kommt, ja, gut. Gleich aus der Kaserne. Ja, da hat er vielleicht ein bisschen noch warten sollen. Man weiß nicht. Das Ding ist, er wollte wahrscheinlich das Dörf nicht verlieren, aber ich denke, er hätte es einfach dafür traden können. Dafür hätte er wahrscheinlich die Armee komplett aufmischen können. Jetzt weiß Spartakus, dass er auch Reiter hat. Das heißt, würdest du vielleicht sogar, wie er es auch macht, auf Turmwachen gehen? Also, war jetzt sogar meine Idee, wollte ich gerade sagen. Vielleicht, warum nicht? Ich denke, dass Turmwachen allgemein, sie können sehr gut tanken gegen die Imnabel-Schwerter, ermöglichen halt damit den Waldläufern länger schießen zu können. Ich denke schon, dass Turmwachen hier eine gute Option sind. Nein. Weißt du, was ich gerne hätte? Bei der wäre übrigens die Gondor-Formation. Ja, das habe ich schon gesagt. Gespart, echt? Okay. Und wir haben jetzt auch Lufien hier. Aber was ich mal gut finde, die Klingen. Das waren teure Reiter und die sind nämlich auch weg. Die sind nicht weg, aber. Also sind ja, weg, aber das sind also. Sicherheit. Ja. Aber die trampelt haben, sind direkt tot, das stimmt. Aber ich hätte gerne auch Reiterschilder vielleicht gegen die Bogenschützen. Wäre eine Option, vielleicht kommen die noch von den Ländern. Kannst jetzt mal gucken. Die Piken, sie sind noch im Leben, sie sind Level 3. Er hat leider nichts zum Piken rauszufokussen. Ja, nee, nichts, aber trotzdem natürlich der Kampf sehr eindeutig für ihn. Also, er hat halt Upgrades, er hat halt. Die Reiter haben einen guten Teil der Bogenschützen getötet. Kriegt er noch einen Faramir? Faramir läuft weg und es sind gerade keine Piken in der Nähe von Faramir, aber ich glaube, er sieht das nicht rechtzeitig. Das ist nämlich schon, gut. Wir kämpfen für Mittelerde. Man braucht ja, um die Reiterschilde zu erforschen, ja auch eine Resto-Einaufsichtung. Geht das überhaupt? Kann man ein Resto auf Stallung setzen, die außerhalb der Festung ist? Wir brechen auf. Die Zitadelle hat ein eigenes, die Außenposten? Ich weiß nicht. Also, wenn ich auf die Außenposten klicke, da ist eine Resto da. Also. Okay. Ja, siehst du, ich bin immer das Maiter, ne? Vielleicht kann das ja irgendwer. Weiß das irgendwer? Okay, das war nämlich meine Frage. Ich wusste gar nicht, dass die Außendinger. Ja, es anscheinend hat er schon eine Resto hier. Also, so wie es zumindest für mich aussieht. Hm. So, jetzt bin ich mal gespannt, was Elendil sich als nächstes holt. Er hat echt viel Geld. Oh ja, 3000. Ja, kommt da jetzt etwa ein Elrond? Würdest du einen Elrond bauen? Also. Nee, ich glaube nicht. ich denke, ein gelevelter Elrond kann dir schon was machen. Gegen den Spam, den aufräumen. Aber ja, den das noch zu bekommen, dauert echt lange. Dementsprechend. Eben. Und natürlich Rüstungsführerschaft auch supi, aber naja. Ich hätte gerne mal Bannerträger vielleicht sogar für Lendi. Für seine Reiter. Noch nicht. Ja, stimmt, ja. Ja, momentan holt er sich gerade noch Klingen, das heißt, der Restor ist gerade noch beschäftigt. Hat er Klingen. Aber danach kann er sich ja den Bannerträger vielleicht. Die Bannerträger. Naja, ansonsten sein Außenposten, Elendils Außenposten ist gerade echt unbeschützt. Ja, theoretisch könnten die Reiter da sehr gut hinkommen. Ich frage mich, wie lange sind es eigentlich noch. Müsste Spartakus sich langsam Klingen haben oder erforschen? An den Wohnbads. Hat er doch schon ausgerüstet. Haben sie? Meist Lust. Die Turmwachen haben Klingen. Die Speerevor hatten auch Klingen gehabt. Lol, die habe ich gar nicht gesehen gehabt. Echt. Ja. Kaum blind. Ja, halt echt, ne? Ich dachte, die hätten keine Klingen gehabt. Das ist die Sonnenbrille, Kaun. Ja, das ist richtig. Das sieht im Winter brauchst du die nicht. Also, ach, die brauchen wir immer. Zumindest nicht, wenn kein Schnee fällt. Brauchen wir immer. Das Ding ist, was immer das natürlich so ein bisschen fehlen würde, könnte, sind natürlich eventuell Bogenschützen.
Verlauf, kann ich mir gut vorstellen. Also wenn wirklich diese Turmwachenfront da steht, da sagst du wahrscheinlich zum Bogenschützen nicht nein. Aber wie stehst du denn zu den guten Bogenschützen von Imladris im Late Game? Findest ja, du sie da? Die sind zum Beispiel nicht schlecht. Also Lindenhüter sind natürlich super, die normalen sind eigentlich auch nicht schlecht. Also die normalen sind eigentlich auch nicht schlecht, auch gut. Aber weil mich bisher gewundert hat, Imladris, Hüter kam jetzt noch nicht, obwohl er, ich meine, er hatte 3000 Gold. Lindenhüter. Meine ich ja. Lindenhüter. Ja, ne? Wo ist der Zürter? Wo ist der Zürter? Nicht da, Zürter, aber der zweite Vorposten ist da für Elendil. Weil ich hätte auch nichts einfach Kirdan-Zürtern zu nennen, da würde ich auch dann zauen. Kirdan. Das finde ich eigentlich besser. Kirdan, Zürtern. Wir nennen ihn Kartoffel. 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 Warum Kartoffel? Weiß ich nicht, warum nicht. Darauf können wir uns einigen. Der beste Held ist. Oh, die Waldläufer, die wollen den Nahkampf. Ah, ich glaube, das ist nicht so vorteilhaft. Ah, hier unten. War das eine Geschwäche dann? Nee. Wie bitte? Nee, sie hat seine Fähigkeit nicht angehabt, die von immer das Schwert, sonst hätte er vielleicht besser verbrechen können da. Denn die Reiter sind leider gerade woanders. Ich frage mich gerade ehrlich gesagt, worauf genau Elendil geht. Er holt sich jetzt auch Bannerträger. Ja, ich denke. Sich, er hat ja seinen zweiten Außenposten, aber kommen da jetzt auch noch irgendwie Helden oder? Es kommt auf jeden Fall ein Brunnen und es kommen zwei Schreibwerkstätte. Was ich sehr interessant finde, also ich weiß nicht. Autorenhallen. Ich meine Autorenhallen, ja. Ich denke nicht, dass er mit aktuell einfach so weiterfahren kann, weil er muss ja jetzt irgendwann auch irgendwo noch Druck aufbauen können, großen. Sei, wie gesagt, also entweder die Armee vernichten. Keine Rabenkaserne. Richtig. Keine Stiftekaserne. Keine Stiftekaserne. Ja, also Dunedain vor Posten wäre wichtig gewesen, deswegen hat es mich gewundert. Ich dachte, er würde da oben Dunedain vor Posten bauen und dann Rammen bauen. Aber ja, scheinbar werden es eher Katapulte dann werden. Irgendwann vielleicht. Ja, muss ja. Ja. Ich meine, mehr als eins kann er sich nicht wirklich leisten, aber. Also CP-weiß, CP-mäßig ja. Wie viel kosten Katapulte? Oder läuft die 60? Nein, 60, glaube ich. Oh Gott, wenn die Tür kann zugeht, die Reiter. Und, sich wahrscheinlich auch leisten. Und die oh, Reiter die Waldläufer. Ah. Ja, das waren mal jetzt Waldläufer. Oh, diese Reiter, die. Sind immer noch die freuen sich. Aber das sind jetzt tot. Das sind jetzt der tote Waldläufer. Sie haben ein neues Adjektiv bekommen. Ja. Man darf ja einen anderen verloren. Oh. Ah ja. Gerade bekommen. Oder man macht damit die Festung kaputt. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Das letzte Bündnis kann natürlich also, 1-1. Auch sehr gut Tore einreißen. Na, lief ja doch ganz gut. Lief ja doch ganz gut. Ja, Imladris, überraschend gut, ne? Hätten wir nicht mitgerechnet. Ja, Imladris. Also mit der Rüstung, sind halt echt gefährlich. Und da hat er echt die guten Kämpfe bekommen. Ich machte ja auch die paar Gondor-Soldaten, die ganze Zeit über der Festung von Elendil oben standen. So, ja, ich gar nicht gesehen. Hast du gar nicht gesehen? Nee, sagst ja nie was. Blümmel. Ich kam nicht dazu, die war schon zu Ende. Warte, was war Gondor? So, okay. Naja, also die Map muss ich jetzt würfeln. Da würfelst du, ich hoffe, die würfelst du auf richtig brav. Die würfel ich richtig brav, natürlich. Sehr gut. Was? Das Messer von Lorien? Damit hätte ich ja jetzt nicht gerechnet. Was? Okay, doch nicht. Wollen wir kurz 5 Minuten Pause machen für die? Oder weil das waren ja schon 2 Games von die? Oder ist mir egal, aber. Erstmal Borten, wenn ich so gerade erst sehe. Erstmal Borten. Naja, wir haben Pfoten. Pfoten, okay. Ich würde einfach sagen, weil ich muss noch mal ganz, ganz kurz weg, dass wir 3 Minuten Pause also machen. Ist das okay? Na gut. Das heißt, jetzt kann ich hier Randale treiben im Stream und du wirst... Richtig, nee, ich werd eben kurz Pause machen. Und dann, ja, bis gleich, bis zur dritten Partie, bis zur letzten Partie. Und ich hoffe, es wird spannend.
Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück. Ab zur dritten Partie. Und DSS waren schon zwei, also vor allem das erste, sehr, sehr intensive Partie. Das zweite, eine kleine Überraschung, würde ich fast sagen. Hat sich Himmeldress besser geschlagen, als wir gedacht haben auf der Map gegen Gondor. Ja, und bin ich mal gespannt, was die dritte Partie jetzt bringt. Ja. Was sie sich ausdenken. Die Map war jetzt Vorland von Emil Mühl, wird jetzt gespielt, ausgewürfelt von uns. Halt wirklich ausgewürfelt. Also hast du ja wieder ein Knife bekommen, was? Das ist nicht ausgewürfelt. Ich habe Pfoten von Isen gewürfelt und die Eleni und Sparta haben gesagt, die wollen eigentlich Vorland von Emil Mühl. Und wenn die Spieler sagen, das wollen beide, dann. Hast du gesagt? Also, okay. Ja, also Emil hat gesagt, wir haben uns darauf geeinigt und ja, Spartacus hat nicht widersprochen. Okay, ja gut. Und naja, Sparta fragt, ob er nochmal Gondor nehmen darf, aber eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Nö. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Okay, kleiner Hinweis an die Zuschauer. Die nächste Partie ist Luke gegen The Emperor. Findet eine halbe Stunde früher statt, um 18.30 Uhr. Habt ihr nicht so viel Wartezeit. Da wird DSS auch wieder an meiner Seite sein. Hoffentlich. Oder verlässt mich einfach? Ja. Nice. Das ist aber ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ja, toll, ne? Also um 18.30 Uhr geht es dann gleich weiter. Das heißt, das ist einfach nicht so viel Leerlaufzeit dazwischen. Naja, Spartacus so, muss los. Ich habe jetzt eigentlich noch gar nicht die Fraktion von Spartacus, aber ich spiele schon mal das Spiel. Wie sind die Bands? Möchtest du mir mal mitteilen? Sind ja, wir haben Zwerge und Angmar von Elendi gebannt und die beiden Elben von Sparta. Okay, ich könnte mir vorstellen, dass Elendi jetzt für den Gondor gehen würde. Auf der Map, Vorlande. Oder? Was lachst du so? Oder siehst du Elendi bei was anderem jetzt? Oh no. Ah! Mach nicht alles kaputt. Wir werden im Intro rausgetappt. Ich bin gleich wieder da. Jo, na gut. Mogat schreibt schon, Morgan rettet Elendil immer den Arsch. Ja, nicht nur ihm. Ich erinnere mich auch an Partien von mir gegen dich damals, Mogat. Wo ich auch meinen einzigen Sieg auf Morgan mit Gondor gegen dich hatte. Aber du siehst, gerade wurde Gondor auf Morgan besiegt. Tja, hättest du mal damals Imladris gepickt, nicht Isengard. Was? wobei Imladris. Doch, Imladris war schon damals draußen, oder? Glaub schon. Nee, war es nicht. Nee, nevermind, war es nicht. Damals zur LPS-Cup-Zeit noch. Das waren tolle Zeiten. Und mittlerweile gefixt. Kann sein, dass du den. Warte mal, hast du den. Ach, du hast einen neuen Raum komplett aufgemacht. Ich hab mich abgemeldet und dann habe ich mich wieder angemeldet auf Windows. Also. Ach so! Ich konnte dir leider nicht mehr den Raum zurückgeben. Ich kann Spartacus nicht inviten. Das ist ja bitter. Ja, gut. Ich bin auch so dumm. Passiert. Da tappe ich raus und dann vergesse ich, dass ich nicht wieder reintippen soll. Und danach, eigentlich ist ja das die Todsünde. Einmal raustappen geht ja eigentlich meistens. Ja, da kannst du nochmal beenden. Genau. Naja, also, wir haben jetzt immer noch nicht Spartacus. Okay, das Wort hier. Elendi ist nicht Gondor, nee. Schade. Er hat ein bisschen. Du darfst nochmal tippen, ja. Ich darf nochmal tippen? Ja. Warte mal, hatte Dings Zwerge gebannt? Nur die Elben. Ah, nur die Elben, beide, okay. Dann sag ich, das hat Zwerge gepickt. Möchtest du nochmal picken? Ach komm. Tippen. Weiß ich nicht, Angmar, keine Ahnung. Ja, komm, das ist jetzt schon irgendwie so ein bisschen peinlich, oder? Mordor? Isengard? Wer gibt's nicht? Ist es Isengard?
Karin, du musstest nur 5-mal tippen, ich bin so stolz auf dich. Ja, okay, ja, ich habe vergessen, Isengard ist ja noch offen. Wenn Isengard offen ist, dann muss man natürlich Isengard. Warte, was hat er geschrieben? Moment. Er hat geschrieben, well, Isengard it is. Ja, verständlich. Mit dem Enthusiasmus, mit dem man Eleni kennt. Ja, ja, ja. Ja, wobei, ich meine ja, ich mag ja gerne Isen. Aber ja, ist Isengard ist eines der stärksten Völker im Turnier wohl, ne? Wie sie das bisher so zeigt, finde ich. Wie bitte? Wenn ich die Karte gefunden. Wenn du die Karte gefunden hast. Und was für ein Völker hat Spartacus? Ich weiß es nicht. Ach, weißt du immer noch nicht? Nee. Der hört dem Stream zu. Wartet nur, bis hier irgendein Volkname fällt. Ja. Ich kann nicht rein, der Raum ist voll. Dankeschön. Ja, sorry. Ah, ich hab wieder Musik. Den einen Musikbug, den müsste man sich mal angucken, warum ich vorhin keine Musik hatte. Also. Kann ich. Dankeschön. Ich bin da. Da haben wir es doch. Klar. Isenmirror. Nein, oder? Oh Gott. Der graue Klump gegen den grauen Klump. Naja, gut, ich sag mal so. Damit haben wir ein Skill-Matchup auf jeden Fall. Ein pures. Kann sich niemals über das Matchup beschweren. Also. Ja. Auch wenn es für die Zuschauer, für uns nicht das Schönste ist, Grau gegen Grau zu sehen, aber da vermisse ich so ein bisschen die House-Colors. Aber will zu machen. Ja, zum Glück spielt nicht heute dieses. One Hour Crime Coming. Oh je. Zum Glück spielt heute nicht dieser böse, gute Zwilling. Ja, der ist immer grau. Ja. Also auf der Map-Farbe auch. Schrecklich. Ja. Naja. Gotchi. Dann bin ich mal gespannt, ob wir vielleicht beide einfach Meta sehen von Isengard. Oder würdest du sagen, wenn du speziell gegen Isengard spielst, spielst du das anders? Ich denke nicht, oder? Ich glaube, nee. Wobei, wahrscheinlich geht man auf keine Doom-Länder. Ich denke, auf Doom-Länder verzichtet man in der Regel meistens. Ja. Weil Doom-Länder vom Wagen einfach zerrissen werden. Ja. Aber mal gucken. Mal sehen. Ich weiß jetzt auch nichts ganz. Ob von Elendil das stärkste Volk Isengard ist, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall einer der Völker, auf den er sich wohlfühlt. Und es ist einer der stärksten Völker im Turnier. Also vielleicht ist es sogar das stärkste aktuell von ihm somit. Und ich muss sagen, ich hasse dieses Orange langsam auf der Minimap. Sieht furchtbar aus. Können wir die Spieler doch irgendwann dazu zwingen, dass sie wieder blau und rot nehmen oder sowas? Nein, Karone sind hier keine Diktatoren. Also du bestimmst auch, wie sie picken und bannen. Also, nochmal zu verdeutlichen. Elendil, ich leite sie. Elendil ist blau oben links und unten rechts orange ist der gute Spartacus. Ich hoffe, das sieht man auch nicht. Und es kommt direkt die Waaggrube. Bei Elendil noch nicht. Kommt sie erst jetzt, etwas später halt. Aber mal gucken, ob das der Unterschied machen wird. Trollcreeping. Ja, Elendil direkt zum Troll, Spartacus hat sich nicht. Ja. Er traut sich nicht. Allgemein, hat er mit Zwani gebaut? Ja, doch, ne? Doch, da oben ist er. Ja, hat er. Okay. So. Also man sieht doch einen leicht unterschiedlichen Start von beiden. Jetzt bin ich mal gespannt. Also ich nehme mal an, Spartacus läuft direkt zum Troll hin. Mit seinem Wagen. Zum oberen Troll, meinst du? Ja, zum Elendil-Troll, meinte ich. Ja, das kann sehr gut sein, dass er das davon ausgeht, dass er da creept, aber ne, die Waage schlagen gerade einen anderen Weg ein. Oh ja. Die werden wohl eher auf die Base gehen. Die Frage ist, wie sehr ist das hier so predicted? Ich meine, wenn die Waage jetzt zu der Base laufen, dann werden sie dort absolut gar nichts groß finden, ne, was sie nehmen können. Wir haben tatsächlich ein paar Land hier von Elendi gehabt, merke ich gerade. Ja. Batikus hat einfach nur das Land geholt. Ja, und die Waage, die können jetzt hier rumlaufen, aber die finden nichts, ne? Ja, die Waage können sich zu ihren Freunden gesellen, wenn sie wollen. Ja. die Waage von Elendil kommt jetzt auch raus.
Nur muss der Lendl aufpassen, dass er oben seine Scouts jetzt nicht verliert, wenn gleich die Waage darüber kommen. Muss er vielleicht ein bisschen gut verstecken. Ah, das ist seine Pfeile wieder. Ja, nicht ganz. Also die Pfeile können vielleicht sogar ja, das Bataillon vom Wagen töten. Aber die Waage, okay, na, die Waage laufen wieder nach unten. Ja, wir sind gerade im Team, keine Außen-Eco. Na, ja, das bisher. Ist ja, ich glaube, das war halt wirklich mit Absicht. Nicht ganz war. Nicht ganz war Worte in Außen-Eco. Oben rechts oder was jetzt? Ja, oben rechts und vor seiner Basis direkt. Okay. Ja, und jetzt finden die Waage ihr Fressen. Ja. Oh ja. Da kommt auch direkt das Land. Na, das Land und die Pfeile kamen auch. Und jetzt sind sie gerade so ein bisschen komisch hier drin. Haben sie ihre. Sie haben ihr Kreischen gerade nicht angehabt, deswegen können. Oder sie haben es schon vorher eingesetzt. Sie haben es schon vorher eingesetzt, ja. Ah, nee, wir meinen, es ist noch aktiv. Ja, also. Das heißt, sie kommen noch weg. Naja. Okay, und da kommt schon das zweite Bataillon Waage von Elendil. Ja, und tatsächlich sind Elendils Waage jetzt gesünder bisher. Ja. Leider noch keinen Stärke von beiden Seiten. Oh, das kann Elendil theoretisch hier fighten, wenn er das möchte. Währenddessen. Wir haben Goodfeller Creeping. Den Troll macht Goodfeller da. Was ist Goodfeller? Hast du gerade Goodfeller gesagt? Ich hab gesagt, das ist Goodfeller Creeping. Okay, ach, Goodfeller Creeping, ja. Spartacus macht gerade hier. Das tut. Also, es tut schon weh, du verlierst ein Bataillon verloren. Ja, das hat auch echt Zeit, was drauf geht. Also, theoretisch könnte Elendil hier voll, wenn du sogar einen Troll. Blauen mit seinen Wagen. Ja, wenn er das sieht. Noch einen Scharko holen. Stell dir mal vor, wie viel stärker wäre mit einem Scharko. Ja. Und er sieht es sogar. Elendil sieht. Oder sind das die von Elendil, oder? Nee, das sind nicht die von Elendil, das sind die von Spartacus. Ach Gott, ja. Ganz süße. Toll. Ja, Elendil benutzt jetzt seine Wagen. Wenn du das dann ist das Orange auch schön grell. Das gefällt mir nicht. Schon machen. Ja, das Ding ist, ich fände es jetzt besser, wenn Elendil diesen Vorteil, den er aktuell ja so leicht hatte, dann auch ausspielt mit seinen mittlerweile drei Wagen, die er hat. Kann ja nicht contestet werden von Spartacus aktuell. Na. Ich bin überlegen, ob Spartacus jetzt versucht, die Kriegsmaschinerie schnell zu waschen oder. Er geht aber erstmal auf Schmelze. Elendil, ehrlich? Und Spartacus mit den Schmelzwürfen, ja, das ist sich nicht so die, also das sieht man nicht so häufig so früh. Oha, also eigentlich hat man sich oha, und die ganze Base voll. Jetzt kommt eine Urogrube noch. nee, ist eine Urogrube, alles gut. Ja, aber trotzdem, trotzdem die ganze Base voll mit Schmelzwürfen. Keine Schmelzwürfen war Grube-Strategie, ohne Strategie. Okay, also ich sag mal so, er wird damit seinen Power-Spike natürlich schnell erreichen, theoretisch irgendwann, aber ob er dann dahin kommt, ist eine andere Frage. Also, ja, aber auf dem Weg dahin, achso. Der Weg dahin ist steinig und schwer ohne Vergünstigung. Und momentan, er hat ja noch 5 Minen auf der Karte. Elendil hat jetzt sehr schön den Creep gestohlen. Ja. Stimmt, ja, er hat 25%. Ja, okay, kann man machen. Ich habe nichts gesagt. Kann man wahrscheinlich machen. Die Kriegsmaschinerie noch nicht in Entwicklung bei Spartacus. Er hat auch absolut nicht das Geld. Elendil hat sie jetzt schon, glaube ich. Ich frage mich gerade, wo das Geld hin ist. Ja, ist seine Schmieden alles? In mehr Schmelzöfen. Ja, aber Elendil hat ja auch seine Minen. Ja gut, er hat nicht alle Minen aus, aber. Ja. Scharko? Nein. So, die Waggruppe wird abgerissen bei Elendil. Ist ja recht normal. Und da kommen jetzt die ersten Piken raus. Sehr, sehr wichtig. Oh, und die Doppelbarke. Oh je. Oh, das kommt tatsächlich Scharko. Yes! Oh. Jetzt bin ich mal gespannt. Naja. Bei der Blutreiben Chat, ich frage mich auch dasselbe, warum Elendil die ganze Zeit mit Galopplau benutzt. Ja. Naja, aber ja, Scharko. Ja, ist leider vielleicht ein bisschen spät, keine Ahnung. Ja. Also klar, natürlich, die Wagenpreis gewinnt er jetzt damit, aber ich meine, das sind Piken jetzt auf dem Feld. Und es werden noch mehr Piken kommen. Mal sehen, wie gut das Scharko sich gegen die Piken durchsetzt. Scharko stirbt ja an sich auch nicht direkt gegen die Ziegen, also da kann er vielleicht ein bisschen aushalten davon. Ja, das finde ich, wie gesagt, jetzt ein bisschen schade, dass Elendil jetzt creepen gegangen ist mit seinen Piken. ja, also, der geht gleich auf die Map, glaube ich. Ja, also ich finde, der muss auf die Map gehen, er sollte es tun. Ja, jetzt wo er Scharko gesehen hat, nimmt er wahrscheinlich direkt auf die Map, dann denke ich. Ja, und denkt er sich. Scharko, hat sich niemand anderes Scharko gesehen.
Ja, kann sein, dass er ein bisschen untergegangen ist weiter Klump hier. Theoretisch, aber an sich kann man ja schon ganz gut sehen. Ja, aber kann ihn gut sehen. Naja, Sharko holt sich hier Dwarkrieb für fast schon Level 2. No. Also sehen wir hier doch eine etwas Nicht-Meta-Taktik von Spartacus, kann man sagen. Ja. Mit, vielleicht dachte ich auch, ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock, Meta zu spielen. Und ich muss bald weg. Also es ist Isengard gegen Isengard. Ja. Naja, aber Sharko, ja. Schon irgendwie spät gekommen, der Sharko. Also, dass er sich davor die Schmieden geholt hat. Ja, das war vielleicht ein bisschen ein Fehler. Alle Schmieden, das weiß ich nicht ganz. Selbst wenn der Sharko viel früher kommt, hätte er so einen Unterschied gemacht. Also. Naja, kann halt besser kämpfen vor. Kann halt. Also, ich meine, jetzt sind schon drei Partien Piken. Ja, vielleicht. Ich weiß es auch nicht so ganz. Also, weiß ich nicht, aber es wäre auf jeden Fall. Der Sharko? Sharko? Oh mein Gott, oh Gott. Mehr Möglichkeit gewesen. Ja, aber wie gesagt, Sharko, der fährt schon mal einmal hält er aus. Einmal hält er aus, die Piken. Ja. Kann umdrehen. Also, kann. Ist ja die Frage, so, ich meine, wenn er mal Level 3 hat, dann kann er sich natürlich heilen. Oh Gott, und da hat Elendil, glaube ich, einen ziemlich Missklick hier gemacht. Die Uruks stehen hier so, oder? Oh, oder doch, nee, das ist gewollt, glaube ich. Tatsächlich. Ah, nee, den Sharko bekommt er, glaube ich, nicht. Nee, der Sharko kommt in die Piken rein. Ja. Und da kommt der Trampel. Nice. Ist ja nicht nice für Lenny natürlich. Also, ich sag mal so, ne? Also hier sind schon viele Waage draufgegangen und die Tiere tun mir echt leid mittlerweile. Ah. What the fuck? Ja. Was ist denn im Chat los? Wieso? Wo ist es? Egal. Ach, nee, nichts, keine Ahnung. Wer ist da als Beef los? Wo ist Gondor? Nee, ja, nichts mit Beef. Wo ist Gondor? Das ist eine gute Frage hier. Wo ist Gondor? Jetzt haben wir hier aber schon, man muss sagen, Spartacus hat jetzt aber auch mittlerweile einen guten Klump hier, ne? Ein paar Schwerterchen. Naja, es ist weniger. Es ist weniger als der von Elendil, aber es sind trotzdem hier 5 Bataillone. Mal sehen. Ja, und jetzt genießen wir gleich hier so ein bisschen graue Masse gegen graue Masse. Das ist, was wir am liebsten machen. Das ist mein Lieblingsessen. Graue Masse ist dein Lieblingsessen? Na gut. Ja, das ist in der Tat mein Lieblingsessen. Vorposten hat sich hier aber noch niemand drum umgeguckt. Ah, wirklich? Das Geld bei Elendil hat 1,6. Ja, er könnte jetzt da wahrscheinlich Lurz oder Okle kommen, ja. Lurz hat er schon. Sag doch mal was! Ich wollte dich doch gerade, aber ich dachte mir, du sagst doch schon mit dem Geld, da kann ich bestimmt hier ja. Dich schlecht aussehen lassen. Was? Okay, ja, dann wird er noch ein Ukle kommen. Also was? Eldenvorteil was? Dann auf jeden Fall bei Lendl. Spartacus hat auch 1-2. Nee, kein. Wird wahrscheinlich auch gleich für seinen ersten Helden ansparen. Verwüstung von Spartacus gerade genutzt. Eine Einkommensquelle. Ja, und Elendil hat jetzt einen Spellpunkt mehr, mehr oder weniger. Kann sich auch für Verwüstung holen jetzt. Oh, ne? Ich hoffe, hier läuft keiner NCP-Limit von beiden, ne? Dass das flüssig übergeht. Ich bin gespannt, ob Elendil sich gleich einen Vorposten hier holt. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Vielleicht sogar den unteren, da der theoretisch etwas näher ist. Wo er näher wirkt. Ja, vielleicht. So, und jetzt. Ach, graue Masse gegen graue Masse, ne? Ist halt echt geil, ne? Jetzt ist ein. Nee, der Moment. Aber der Lurz, der levelt hier ein bisschen. Ja, Lurz ist schon Level 2. Lurz leider nicht ganz Level 2. Oder Bill Ferny, wie er im Englischen heißt. Nein, du nennst ihn jetzt Lutz und Lurz. Ne? Ja, das perfekte Duo. Lutz und Lurz. Ja, Lutz levelt natürlich nicht so schnell. Ja, wenn man ihn nicht hoch. Kauf-levelt, wenn man es auch nennen will. Er braucht ein bisschen. Er ist sicher eigentlich dem sein Kommandoset, wenn er auf Level 3 ohne seine Fähigkeiten kommt. Ich weiß es gar nicht. Aber warte mal, ist da ein Berserker? Da sind zwei Berserker dabei. Das sind zwei Berserker. Tatsächlich. Ha, sieht man auch nicht alle Tage, weil man braucht ja nicht viel. Das stimmt, der hatte auf 3 die oben. Der Berserker ist doch Level 3, ja. Ja.
Ja, auf der linken Seite kann Spartacus hier vorrücken. Hier hat er den größeren Schwamm. Größeren Schwamm. Ja, jetzt kommt aber der Schwamm von Lendl dagegen mit Armbrustschützen. Oh, was macht Starko da? Akku, wo ist er? Ah, da oben. Scouten. Starko geht terrassen? Oder ah, scouten? Ich denke, er will scouten, ob da ein Vorposten ist. Gut, dass Lutz seinen Pfeil nicht hatte gerade. Ah. Naja, er sieht einen Vorposten jetzt. Ja. Mein Starko kann theoretisch gar nicht mehr so schlecht terrassen. Er macht, glaube ich, hat, glaube ich, ganz gute Angriffsgeschwindigkeit. Okay. Ja gut, aber ich glaube, das dauert trotzdem halbwegs lange dafür, oder bis du was kaputt hast. Ja. So, also Vorposten für Lendl, es kommt die Rüstkammer hier drauf. Was, aber kannst dich auch gut hochhalten, auf Level 3 zumindest. Und Spartacus holt sich dafür jetzt die untere Seite der Map. Ist ein bisschen, naja, ein bisschen hinten dran noch. Aber auch hier steht die Rüstkammer schon, ne? Und die Verbilligung, ja, ist noch nicht in Kraft getreten, weil er seine Außen-Eco noch nicht gelevelt hat. Die Lendl natürlich, nicht sein Außen-Eco, Innen-Eco. Lendl natürlich auch nicht. Allgemein ist es ja ein häufiger Trend bei Isengard, wie ich das öfters gesehen habe, dass man die Rüstkammer auf dem Vorposten baut. Ja, es bietet sich halt irgendwie an. Ja. Ich habe immer so das Gefühl. Von den Berserker hier gerade, merke ich. Ja, glaube ich. Ja, ich glaube, er kann das so nicht ganz einschätzen, ob die jetzt wirklich alles zerlegen oder nicht. Man sieht sie halt nicht so oft, ne? Hätte ich halt auch ein bisschen Respekt vor. Dafür ja, macht er auf der unteren Seite könnte wieder. Die, also mit begrenzten Maßen könnte Lutz die ganz gut erledigen. Ich glaube, im 1 so, gegen 3 würde er sogar verlieren gegen die, oder? 1 gegen 3, ja, das denke ich schon. Er kann ja auch sie mit dem Bogen anschießen, so gesehen. Naja, Sharkot hat sich ein bisschen Rest, aber ist nicht ganz. Immer ein Level 3 geworden. Es wundert mich, dass Elendil das hier. Ich denke auch, dass Elendil hier das fighten könnte. Er hat auf jeden Fall die größere Armee. Aber er zieht sich hier sehr weit nach links zurück zu seiner Festung. Dafür macht Elendil aber unten hier auf jeden Fall Fortschritt. Na, keine Ahnung. Beschäftigt hier. Hier kommt nochmal die Waage, aber die müssen aufpassen, dass sie noch oben biegen. Kämpfen, weil unten hat er jetzt nicht mal so. Oh, und viel, der. Also unten. Der eine Berserker, der hier war, der ist auf jeden Fall gerade umgefallen. Der Schaku. Ja. Ja. Der wird zwar Inneko für Sparta. LND, auch für Sparta, für beide. Okay. Für beide. Oh, die Waage, die kriegen ja noch mal ein paar Uruks hier umgesäbelt. Nice. Und wir haben jetzt aber, ich glaube, hier oben könnte es jetzt gleich zu einer Flammenschlacht kommen, nenne ich es einfach mal. Also er nimmt sich irgendwie, der zieht sich immer wieder zurück mit seiner Armee, aber da ist doch Lotz drin, kann er auch seinen Lotz schön leveln. Hat eigentlich auch die Größe hier, also so ein bisschen, also so ein bisschen Schutz. Also der Lotz würde da auf jeden Fall nicht direkt sterben. Müsste nicht auch Ugluk da drin sein irgendwo? Wegen den Berserkern. Oder wo ist Ugluk? Ich glaube, Ugluk noch nicht gesehen. Ich habe ihn auch auf der Map noch nicht gesehen. Also ja, ich deswegen. Glaube, ich wofür hat er denn vorhin das Geld ausgegeben dann? Außenposten und Stahlwerk, I guess? Stahlwerk, Rüstungkammer meinte ich. Oh, jetzt ein Stahlwerk, das wäre toll. So, die Innen-Eco ist auf jeden Fall auf Level 2 bei Elendil. Bei Spartacus auch. Und ich denke, Spartacus macht wahrscheinlich schon fürs dritte Level, kann ich mir gut vorstellen, dass das entwickelt jetzt. Ja, wahrscheinlich. Viel guten Rüstungsupgrades. Und ein Unterschied, den man sehr krass merkt, dass Spartacus keine Armbrustschützen hat, finde ich. Oder beziehungsweise sehr wenige. Also hier ein Bataillon nur aktuell. CP-mäßig, Elendil 1000. Ja, hat gekönnt. Elendil ist 400 CP voraus. Das ist nicht zu unterschätzen. Und vor allem diese Armbrustschützen sind einfach Pflicht hier. Ansonsten verlierst du sehr viel DPS. Und hier muss ich Elendil zurückziehen. Hier unten, ansonsten wird er hier einiges verlieren. Spartacus ist jetzt ein bisschen in der Dränge, ne? Also, ich finde das in dem Miro immer sehr, sehr schwer, wenn man behind fällt, da herauszufinden, was mache ich jetzt am besten, um wieder ins Game zu kommen. Sharko ist gekrippelt. Ja, und Sharko. Oder Sharko Spark. Ja. Wenn Sharko gekrippelt wird, ist dann der Sharko selbst gekrippelt oder der Waage? Wahrscheinlich eher der Waage, oder? Weil der kann sich ja nicht mehr bewegen. Ja, das ist eine gute Frage. Und das ist ja nur ein Fall. Also, wenn Lutz mit einem Fall beide gleichzeitig trifft, dann ist es schon beeindruckend. Also, ja, jetzt sehen wir mal hier die Berserker im Einsatz. Die sind hier halt mittendrin, aber die
ja, die sterben. Die Mittleren ist ja gut für sie an sich. Ja, ja, und die halten auch gar sie werden nicht halt. Aus. Ja, aber sobald halt Lutz jetzt draufschlägt, sind sie halt tot. Oder beziehungsweise der Armbrustschützen macht ja. Die auch ganz gut weg. Oh, da Lutz nimmt der Lendl hier nochmal ein paar Armbrüste mit. Nice. Und Lutz ist tatsächlich Level 2 geworden, krass. Aber Lendl hat sogar insgesamt mehr verloren hier. Und da ist, glaube ich, Ugluk, oder? Ja, hier ist Ugluk. Da ist er doch. Lutz Level 2 GG. Ja. Also Lutz, nicht Lurz. Ganz wichtig. Mhm. Wenn die Spieler das lesen könnten, das wäre jetzt schön. Bill. Bill. Ja, ich habe vergessen, der ist ja im Englischen Bill. Ja, du schreibst aber hier für den deutschen Stream, ne? Nee, nee, ich schreibe für den Goodfella. Für dich. Ach, muss für ich den gar Goodfella, nicht schreiben. Stimmt. Ja, ja, ja. Stimmt, Goodfella ist ja auch noch dabei. Ganz vergessen. Ja, klar, der Goodfella. Der Goodfella. Der ist eh viel besser als dieser komische Grauen. So. Oh, wir haben Lutz gegen Lutz. Lutz also nicht gegen direkt. Lutz. Wer also krüppelt Lutz. Wen zuerst? Wer krüppelt naja, wen zuerst? Ja, Spartacus hat seinen Krüppel. Oh, da hast du ihn schon wieder tatsächlich. Ah, der harte Marsch ist an hier. Ja. Aber er muss aufpassen, er sollte nicht zu nah an die Festung gehen, denke ich. Also ja, der Turm. Ja, und der Lennis-Lutz hat halt schon seine Dreierfähigkeit. Ja, ah, der Blutrausch wird hier auch eingesetzt. Und ja, der Lutz von Spartacus fällt. Ich höre nur diese Berserker. Heldentöter. Vernichtung. Ja. You have no power here. Jetzt nehmen wir die Schergen, beziehungsweise die. Ja, so. Das kommt das GG. Wir haben mit den Reitern jetzt sehr, sehr schmerzhaft. Kommt das GG von Spartacus. Damit gewinnt Elendil 2-1. Ja, Elendil. Also wenn die Games alle so geworden wie das erste Game, ne, dann hätte ich hier einen Herzinfarkt bekommen. Sagst du. Ein Herzabbruch? Herzinfarkt. Auch ein Herzabbruch hätte ich auch bekommen. Ein Herzabbruch. So, das sprechen wir auch nochmal ab, das Replay. Ja, ja, die inkompetenten Spieler können es ja nicht. Ja, nur zur Sicherheit. Elendil wird so schwer. Ja, das zweite Spiel haben sie nicht gespeichert. Haben sie nicht gespeichert? Ja. Okay, ja, ich hab's. Haben sie geschrieben, Naja, aber jetzt mal, ich kann sie mal reinholen, ne? Ja, sehr gerne. Hello, everybody. Hello. Hallo. Ja, congratulations for your win, Elendil. Thanks. I think 3 hard contested games, yeah? Yeah. Yeah. Especially the first one. Yeah, that was a... a tough one. It was something. No basis for you. That's kind of fine. That Nazgul battalion in the early game, that was really good. Yeah, was very strong. Yes. But sadly, the last game I fucked up completely the early game. Why do you decide to go for Sharku? What was the reason there? Ah, Sharku yes. For win the cavalry battalion, for win the cavalry battle in the game, which, you know, can allow you to have more map control. And since I was completely behind in cavalry, because I completely fucked up the first war battalion, and it was really, really more all-in than Elendil, because Elendil went up eco into warp pit, if I remember correctly. Instead, they went straight away for warp pit. So I was really, really all-in. So I need to keep the position and rushing Sharku seems a good idea, but that was not the point. I think I messed up also with the Berserkers rush, which I did. I did a really fast level 3 eco bit for keep the production. She's like not able to take the outpost in any case. So I need to keep the production of double racks. And I rushed for Berserkers and double and level 3 work bit. But I guess rushing for Ugluk and Lurth is way more smart. Yeah, really strong. Also, the Sharku didn't really do that much, I think, right? Yeah. No. Maybe if he comes earlier. Probably earlier. I need to do it earlier with one less work battalion. But the point was that the game feels like really over after 2 minutes in that scenario, at least for me. Yeah, maybe. Yeah, I mean, that's mirror matchups.
I think if you lose the first Warp Battalion, then you always lose the cavalry battle. And then if you're behind on the Uruk transition, it's just it's really difficult. So, yeah. Go ahead. I think the idea to go for Berserkers really quickly could have paid off. But I think it's maybe not the best map for that because it's, you know, Forlands has these corridors, these tunnels, maybe, where you can kind of block the enemy a little bit, and then you can focus fire with your archers, the enemy berserkers, quite easily. Yes, also, yeah, exactly. That's the point. I mean, you need to do the play when you are behind. Yeah, you gotta do something, yeah. Yeah, so if I do exactly the same move that you did, you always win. Because you have an outpost, I don't. You deny my outpost, so I'm just behind by default. But it's okay. It's okay. It was a funny game. Yes. Three funny games, I would say. Nice games. Yeah, but the second one was where I did more mistake overall, just because I forget my marketplace. I forget my marketplace for so long. And then I cannot have upgrade and say, oh, fuck, he has upgrade. I don't have even a marketplace. Nah, fuck. And yeah. That's really bad. That was really bad. But it's okay. It was a really nice game. Yep. Yeah, I agree. The assassin to me was a bit surprised about your pick, Elendil, Imladris on Morgai. Yeah, true. Yeah, well, I couldn't pick Gondor because it was banned. Yes. I thought you would pick Dwarves then, but do you expect that Imladris could handle a Gondor on this map? I think so. Okay. Yeah, we saw that. The thing is that if you go straight into Rangers, you don't have a chance ever to get map control. You need cavalry. And Imladris can deal with that okay, I think, because you also get pretty good cavalry. And so, yeah. And then for a really long time, your infantry army is stronger as Imladris. Mm. Yeah. That's true. Yeah, but it's risky because Imladris cannot keep the map really well if you split a lot like I tried to do. I mean, the early game was kind of nice. Yeah, the early game was, I mean, it looked pretty good for a while, I would say, for you. Yes, I just missed the transition because the idea was simple. Go directly into cavalry in the first early game, then do a transition into rangers. And I just missed the point where I should transition. I mean, I forget the upgrade. That's all. I mean, he was ahead in terms of upgrades, so I can never engage. I just level up his army if I engage, which is really bad for me. And I need something to stay in the game, so upgrades are the right choice. That's what I miss. This was a critical mistake and cost me the game 100%. At least, this is my feeling. Yeah, maybe. Definitely a big mistake, yeah. But it's okay. And I was rusty in the Isengard mirror. It's a long time ago that I don't play an Isengard mirror. One mistake. Yeah, I think it's a tough mirror, I would say. Yeah, it's funny to play Isengard mirror. I like more than Gondor mirror or everything. I see. Okay. I hate all mirrors. Kind of the same, but Isengard is okay. I guess as a spectator, it's really bad, I think. Yeah. Because you can't see anything. I wouldn't say that, honestly. Basically, you watch the minimap. Maybe I will zoom into the minimap for the next mirror for our viewers. Yeah. I think it's fine if you keep track of the units. Roughly. Yeah, but I mean, this was the main event. Was like the finale, right? This was no spotter. This was like the boxing match that Mike Tyson had a couple of weeks ago. You know, where the old boxers come back for one fight. That was nice. I mean, I didn't play a dancer for so long, and that was a nice tournament. Yes. I had fun on it.
Definitely that's one good. Of the best matches we had, Sion. Terminant. Yeah. Very nice set. Yeah. So yeah. I think we're done. But there will be very nice set in the future as well. Uh-huh. That was a funny game. Well played. See you. Maybe you will reach the finale. You know, what is who is your next opponent, Alendin? DSS. Fubuki. No, one of both. Yes, okay. So that will be interesting. And then maybe Yo-Yo. I mean, if I get, I don't know. Honestly, I don't know if I can. Yeah, and then probably Yo-Yo if I can beat DSS of Fubuki. Mm-hmm. I think Yo-Yo is heavy favorite to make the finals. Oh, Yo-Yo is really favorite to win the tournament, I think. Yeah. I don't see how. I mean, with him and Luke, everything's possible, I think. Yeah, I don't know. I see Yo-Yo way better at the moment. At least, but this is the feeling when I play it. I mean, that's what everybody said last time around, right? And then. Yeah, but last time was 4.5, you know? So. I'm just saying, everybody said the same thing back then, so. Yeah, but we will see, Yes. We'll be funny. Okay, thank you for casting. Yes. Yeah. No, I need to leave you. Yeah, you need to leave. Luke has a question for Lindy. He wants to know what your thoughts were by during the base trades in the first game. And if you knew if you were close to win, I thought I was pretty close. But I was, I knew that I didn't have enough map control, so he had the money to just build Killer Shungul barracks all over the place. So I thought, I thought my chances were pretty low. I didn't think the Ents would get the entire base to begin with. It's also a surprise for us. But I guess if there are no units there, and if you split the Ents a bit, possible. Yeah. Okay. I don't know. I don't know how close I was because you could have you saw more than I did, obviously. But. Yeah, I think Sparta he had one more Kyoto Ungol. Yeah, right next to my base. Right? To your old base. Yeah. So it was pretty safe there. I mean, I thought I should have went over to his base sooner after I killed it with the Ents. Probably should have gone there quicker to stop him from rebuilding. Doesn't matter. The game was cool. Yes. I think next time I build outpost and three towers instead of rebuilding the base. I forget about it, but they could just do it and put the influence of Sauron on them and have really strong outpost and put my army on it. But I forget. Next time I do it. Yeah, it could be saver, no? Well, but okay. Yes. Okay, I leave you guys now because I need to go. Yeah. See you. Thank you for casting. Bye bye. Bye. Yes. Yeah. So, no German? Kein Englisch. Ja, wir können auch Englisch reden, egal, aber. Ich habe da noch eine Ansage von Fubuki an euch beide quasi. Oh, was? Elendil, ging an Elendil, aber Fubuki meinte, Elendil, du wirst ihn niemals besiegen. Das heißt auch, DSS wird verlieren gegen Fubuki. Das ist echt sehr, sehr schade. Oder DSS besiegt ihn und dann kann ich nicht gegen Fubuki spielen und dann kann ich ihn auch nicht besiegen. Das ist ja krass. Aber ich würde den jetzt auch, glaube ich, beenden, den Stream. Ich möchte noch was essen. Vorher. In einer halben Stunde beginnt die nächste Partie. Luke gegen The Emperor. Das ist eine Silbe bis zu dem. Die ersten. Das sind 8 Silben. Die ersten 5 Buchstaben sind eine Silbe. Nein. Emperor. Okay. Einigt euch. sehen wir dann gleich. Wie gesagt, in einer halben Stunde sehen wir uns um 18.30 Uhr, beginnt das Match. Und Elendil, wie gesagt, vielen Dank für die Partie. Noch viel Glück im weiteren Turnierverlauf. Danke. Und gegen DSS oder Fubuki, da hast du Chancen. Kannst du nass machen. Ne? Vor allem DSS. Ja, DSS, Fallobst. ja, gut. Also dann bis in einer halben Stunde, ne? Yep.